Popöchen. Heute bei uns Schauspielerlegende Guy Dumont. Außerdem kommt der Fitness- und Tanzguru Detlef D. Soest. Wir tanzen heute im Shelly zur Musik von Nisse. Und aus Kanada haben wir dann noch The Franklin Electric. Auch ganz toll. Ich sag euch was, ölt schon mal euer Tanzbein ein. This is not the end. Weil sonst hättet ihr die Show verpennt. Hier geht's jetzt erst los. Fehlt bloß mein allererster Gast. Heute Nacht. Sky, komm zu mir. Du und ich und zwischen uns ein Bier. Sky, komm zu mir. Kommen wir nie wieder zusammen. Begrüßt bei mir den einzigartigen Sky Dumont! Sky Dumont! Das ist ja mal ein Auftritt. Sky! Du bist in Argentinien geboren. Ja. Voll urban hört sich das an. Findest du? Findest du nicht? Ich kann mich nicht erinnern, schon so lange her. Bist du nur ganz kurz da gewesen? 4 Jahre. Was trinkt jemand wie du, wenn er in eine Hamburger Schifferfischerkneipe kommt? Ein Bier. Echt? Mhm. Oh, 2 Bier, Frau Müller. Was hast du gedacht? Ein Champagner, ich dachte, oder? Argentinischen Rotwein, sehr teuer, ja, klar. Oder? Ja, genau. Gibt es einen teuren argentinischen Rotwein? Haben wir teuren argentinischen Rotwein? Nee, ich glaube nicht. Du darfst da mal so durchrutschen, durch? Dann können wir uns auch schon hinsetzen. Oh, mein Gott. Was tun die Knochen weh? Guck mal. Bist du schon in diesem Alter, wo du so bei jeder Tätigkeit stöhnst? Nein, ich bin in dem Alter, wo ich meine Knochen gar nicht mehr spüre. Ist es so? Ja. Wollen wir ein bisschen über Argentinien reden, aber brauchen wir ja gar nicht, wenn du gar nicht da warst. Ich kann mich kaum erinnern. Wie lange warst du da? Wie 4 Jahre. 4? Mhm. Und du hast gar keine Erinnerung daran? Doch. Mein älterer Bruder, der damals 4 Jahre älter war, hat mir in die Badewanne gepinkelt. Das war so traumatisierend, dass du das heute noch traumatisiert nicht, ich fand das ganz lustig. Also, hat man sich geekelt? Nee, damals nicht. Komisch, ne? Wir waren auch mal zu viert in der Badewanne, aber ich kann mich nicht an Ekel erinnern. Du warst zu viert in der Badewanne? Ja. Wer waren die anderen drei? Meine Schwestern. Ach so. Also ich glaube, die Älteste hat nie mit uns gebadet. So, ich sag mal Prost, Prost, Jungs, Prost, Prost, Tisch 1, Prost, Tisch 2. Dass du Sky heißt, weil du Kai eigentlich heißen solltest. Ja, genau. Aber wie unspektakulär. Ich meine, Sky, besser geht's doch gar nicht. So will man doch heißen. Ich meine, Guy Dumont geht, aber Sky Dumont. Klingt scheiße, ne? Das klingt doch super. Ja, nee, die Leute haben gedacht, wahrscheinlich heiße ich Adolf Scheißenteich und nenne mich Sky Dumont. Aber ich heiße wirklich so. Oder verarschst du alle und du heißt wirklich Adolf Scheißenteich? Ja. Oder so ähnlich. Endlich haben wir es. So, Walter Möller heißt du wahrscheinlich. Nee, Adolf der neue Film von Walter Möller. Ja, genau. Was ich so toll finde, Sky, du hast ja lange in Amerika gelebt, um da Schauspieler zu sein, und hast 59 Folgen General Hospital mitgemacht. Das wusste ich gar nicht. Siehst du? Warum hast du den aufgehört? Weil ich das scheiße fand. Ich habe mich da nicht wohlgefühlt in Los Angeles. Ja, manchmal sind Sachen halt scheiße, muss man aber weitermachen. Weil man nee, muss man nicht, finde ich. Okay. Ich wollte einfach wieder zurück nach Europa. Ehrlich? Mhm. Direkt ich bin von Anfang kein Amerika-Fan. An? Und wieso bist du da gelandet? Weil jeder Schauspieler den Traum hat, irgendwann mal nach Hollywood zu gehen. Was denkt denn jeder Schauspieler immer, was da passiert? Dass man Glück hat und so bekannt begehrt wie Brad Pitt wird oder so? Nee, das glaube ich nicht, dass das der Grund ist. Ich glaube, der Grund ist, dass wir alle wissen, dass die Amerikaner bessere Filme machen als wir. Ja. Und jeder möchte einfach in guten Filmen sein. Gab es eigentlich schon mal einen deutschen Schauspieler, der es wirklich geschafft hat? Jetzt nicht so mal einer einen Film, sondern der es wirklich geschafft hat? Nee, ne? Ich glaube nicht, nee. Nee? So Udo Kier, weiß ich, war drüben, aber... Ja, aber geschafft. Geschafft kann man auch nicht sagen. Also ich glaube nicht. Ich meine, es hat ja nicht mal der Jean Reno geschafft, der wirklich toll ist. Doch,
der hat's aber doch nicht. Nee, wenn du drüber nach Amerika gehst und sagst, du bist Jean Reno, sag ich, who the fuck is who? Ehrlich? Nee. Weil der nur in Frankreich so berühmt. Auch der Dings, der, wie heißt der Dicke, der Russe geworden ist gerade? Ja, Sky Dumont. Nicht Sky Dumont. Ich bin kein Russe geworden. Und dann hast du aber in Hollywood noch gedreht und Nicole Kidman geknutscht. Ja, na geknutscht nicht, aber ich habe mit ihr tanzen dürfen. Ach, nicht geknutscht? Ich dachte, nee. Ihr hättet so einen wahnsinnigen Knutscher gehabt, der dich weltweit berühmt gemacht hat. Nee, erstens nicht und zweitens auch nicht. Ach so, ihr habt nur getanzt? Wir haben nur getanzt. Ich dachte, die hätte so beim Küssen nach Knoblauch gerochen. Nee, beim Reden. Oh. Und du hast es ihr gesagt, ne? Na klar. Na klar. Würdest du mir das, wenn ich jetzt nach Knoblauch riechen würde? Ja, würde ich dir sagen, auch wenn du nach Schweiß riechen würdest. Aber tust du nicht. Aber wir kennen uns ja dann gar nicht und dann würdest du es trotzdem sagen. Ja, aber der Geruch hat ja nichts mit dem Kennen zu tun. Aber das Sagen hat ja was mit dem Kennen zu tun. Ja, aber wenn du nach Knoblauch riechen würdest, dann würde ich sagen, können wir uns so unterhalten? Du guckst nach vorne, ich guck nach vorne. Das würdest du sagen? Da steht zum Beispiel Sky Demo, Talk, Band, so. Nisse, Herz auf dem Boden. Band. Sagen die jungen Leute, sagen Band. Deine Generation sagt Band. Ja, genau. Genau. Und die hacken zusammen. Dabei. Aber ich schreibe ehrlich gesagt Band auch sehr oft mit damit genau stimmt. Das nicht passiert. Genau. Aber dann hast du mit der gar nicht geknuscht und hat die nach Knoblauch gestunken. Warum denn? Weil die Ilja Rogoff-Tabletten genommen hat? Nee, weil die mir erzählt hat, wie sie toll mit Tom Cruise essen war in französischen Restaurants. Hm. Wie hat die dann reagiert? Dann hast du gesagt, entschuldige bitte, Nicole. Sie hat Pfefferminz gegessen und bekam eine Magenschleimhautentzündung. Aber wie hat sie denn reagiert, außer dass sie Pfefferminz hat? Sie dann nicht gesagt, hello, can we please kündigen this man? Ich glaube nicht, dass das was genützt hätte. Nee? Nee. Das war Eyes White Shut. Ja, ist nicht ja, meine stimmt. Generation, Eyes White Shut. War ein cooler Film? Wenn du meine Frau fragst, sie fand ihn scheiße. Warum? Warum? Bei der Öde? Ja. Worum ging es denn? Als wir uns kennenlernten, hat sie gesagt, lass uns doch mal gemütlich uns einen Film anschauen. Wir legen uns aufs Bett und schauen danach dann einen schönen Film an. Mhm. Und da habe ich gesagt, was hast du mitgebracht? Dann hat sie gesagt, The Texas Chain Massacre. Mhm. Hätte ich auch mitgebracht. Ich gucke sowas auch gerne. Siehste? Am liebsten muss am Anfang noch, wenn der Vorspann läuft, muss schon so Genau. Walking Dead. Ne? Ja. Das finde ich wirklich toll. Das mag ich ganz gerne. Ihr seid jetzt seit 15 Jahren verheiratet? Ja. Und habt zwei Kinder? 6 Monate haben sie uns gegeben. 2 Kinder? Ehrlich? Mhm. 2 Kinder. Wie alt sind die jetzt? 9 und 14. 9 und 14. Pubertierend. Oh ja. Meine arme Tochter kriegt einen Augenschaden. Du wirst extrem gefordert, immer so, wenn, ne? Tara, kannst du mal? Macht sie immer so. Ja. Die sind genervt. Alles ist Drama. Wenn du 14 bist, ist alles ein Drama. Ja. Abwaschen ist ein Drama und der Freund ist alles ein Drama. Nix Freund, Gott sei Dank. Und jedes kleinste Thema ist wirklich wichtig und zwar lebenswichtig. Woher weißt du das so gut? Weil ich das noch aus meiner eigenen Erfahrung glaube, ich weiß. Wer erzieht die Kinder mehr, du oder du mehr? Niemand. Ihr beide? Aber gammelst du den ganzen Tag zu Hause rum oder arbeitest du sonst auch noch? Ab und zu arbeite ich. Klar. Auch Filme und so noch? Ja. Welche? Boah, Deutsche. Ist so Pilcher oder auch noch Derek und so? Nee, Pilcher mache ich nicht. Die machst du bewusst nicht? Nee, nicht bewusst, aber mache ich nicht immer. Aber Manitou war ein Knaller für dich, oder? Das war ein Knaller. Bist du heute noch dankbar? Ja. So, jetzt gehen alle noch mal Pipi machen und dann reiten wir los. Genau. Sag ich hast du ihn gesehen? Ja, 2 Mal und ich sage diesen Satz noch sehr häufig, muss ich sagen. Ich kriege heute noch Anfrage, ich soll das auf Anrufbeantworter sprechen. Ehrlich? Davon lebe ich. Bist du ein strenger Vater? Ich finde ja, mir ja nicht. Nee, was ist streng? Ohne Schläge, aber schon mal laut werden. Mhm. Jetzt räum endlich auf. Du was, in dem Ding? Ja, meistens meine ich meine Frau damit. Wo habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Bei einer Verleihung in München. Ach so, ganz klassische. Wir haben uns sehr gut unterhalten und haben geredet. Und dann hat sie gesagt, sie hätte am nächsten Tag ihren 23. Geburtstag. Und dann habe ich sie angeguckt und habe gesagt, schönen Abend noch und bin gegangen. Ja, hätte ich auch gemacht. Siehst du? Sehr jung, ne? Mhm. 23. Hammer, oder? Und du warst vor 15 Jahren? Ja, rechne mal, 23 plus 29. Echt schon alt dann. Aber hallo, ich bin ja... Du bist nach Hause gegangen? Ich habe meine Krücken geholt und bin sofort in meinen... Und du hast sie aber natürlich nicht vergessen können. Nein. Hast du sie zufällig wieder getroffen?
Nee, ich habe sie angerufen morgens um 7:30. Also der Zweifel dauerte... 7:30 habe ich sie angerufen, es hat nicht lange gehalten. Aber der Zweifel dauerte ja dann nicht so lange. Nicht wahnsinnig lange, aber wir haben dann fast 4 Monate, glaube ich, nicht nur telefoniert. Okay. So lernt man jemanden kennen übrigens, kann ich dir nur einen guten Tipp geben, weil man ist nicht abgelenkt von irgendwelchen äußerlichen Körperteilen. Bist du immer so hübsch angezogen, wie man dich so kennt, immer in so mit Sakko und so? Oder es ist immer, liegt es an der sehr nur weil ich einen schönen Sakko Frisur habe? Wahrscheinlich. Aber deine Frisur ist noch schöner, muss ich sagen. Wir haben heute ein bisschen toupiert und so ein Ding ja, da hinten hingezogen. Deswegen mussten wir ja alle 20 Minuten warten. Das tut mir so leid. Witzig, witzig, heute haben wir gelacht, denn wir sind bei Ihnen. Was du aber zu Hause bist, du bist der totale Technikfreak, ne? Mhm. Das heißt, du kennst dich genauso gut aus wie deine Kinder mit Facebook und Twitter und alles. Nee, Facebook nicht, mach ich nicht. Und Twitter auch nicht. Aber so total, Geräte. Ich stehe auf Computer und Handys. Du möchtest dich gerne so Nacht einschließen lassen in einen Elektro-Großhandel-Markt. Ja. Interessierst du dich auch für so Mixer und so Sachen? Nein, für Mixer was denn? Weniger. Was denn? Fernseher oder was? Nein. Computer. Computer, ja. Finde ich total. Finde ich die Empfindung überhaupt. Wie kann man denn sich für Computer interessieren und gar nicht für Facebook und so? Na, Facebook ist für mich, ich habe nicht dieses Mitteilungsbedürfnis, dass ich, wer, unser Elektriker kam nicht und dann kam er irgendwie so eine Dreiviertelstunde zu spät, sage ich, warum kommen Sie so spät? Ich muss los ins Studio. Sagt er, es war so ein schöner Sonnenaufgang über der Elbe, das musste ich fotografieren und allen meinen Leuten auf Facebook posten. Das ist doch beschissen, sowas. Also, entschuldige. Das, aber wenn man dich... Dieses Mitteilungsbedürfnis. Okay. Und was machst du denn am Computer? Dödeln? Dödeln? Also Dödelspiele so. Nein, ich schreibe zum Beispiel. Nein. Das auch. Aber ich schreibe. Ach so, deswegen findest du den toll. Steht das nicht da, dass ich Bücher schreibe? Doch, du hast 8 Bücher schon geschrieben. Das 7. ist in meinem Kopf. 7 Bücher. Mhm. Am 8. schreibst du gerade. Das habe ich gerade abgegeben. Und? Was sagt der Verlag? Schon wieder zurückgeschickt? Nee. Nicht? Nee. Weil der Verlag wusste, was du tust? Nee, weil ich das Geld schon ausgegeben habe. Mein Futter guckt da unten aus. Das würde nichts aus, nutzen. Blöd. Echt? Ja, das mag ich nicht. Naja, verkneif es dir bitte einfach. Ja, okay. Was du gerade sagen wolltest. Nein, das ist worum geht's gut. Im 8. Buch? Ums Alter. Ach, schon wieder sowas jetzt? Nein, es war so, dass wir das Erste, wir wurden gefragt, Mea und ich, wir sollten zusammen ein Buch schreiben über... Mann und Frau lernen sich kennen, das haben wir dann geschrieben, war ganz lustig. Und dann haben sie gesagt, schreiben Sie auch die Fortsetzung, die Kinder sind da, was dann so alles passiert. Das war auch sehr lustig, war in der Spiegel-Bestsellerliste. Und dann haben sie gesagt, jetzt machen wir die Fortsetzung. Die Kinder gehen immer aus dem Haus, sie sind mit Nerven völlig am Ende. Und das ist jetzt die Fortsetzung. Das heißt, jetzt sagst du, jetzt bist du der alte Sack und jetzt genau. Guckst du, wie geht's mit den Kindern. Genau. Hoffentlich können die mich alleine bald ernähren. Naja. Aber hast du denn einen Ghostwriter, der mit dir da schreibt? Schreibst du das alles alleine? Ich schreib das alles alleine. Und sagst du, hallo, 28.04., Kinder wieder geschrien, verdammt, Melja hat wieder nicht aufgeräumt. Genau. Niemand hat aufgeräumt. Ich glaube, niemand hat aufgeräumt. Ich finde meine scheiß Tastatur nicht mehr. Und der Hund hat ins Wohnzimmer geschissen. Mal gucken, wer es wegmacht. Nee, nicht gucken, wer es wegmacht, weil es eh keiner wegmacht. Meine Schwiegereltern anrufen, sie sollen das wieder besuchen fürs Wochenende. Oma macht's weg. Oma macht's weg. Hast du eine Putzfrau eigentlich? Habt ihr eine Putzfrau? Wir haben eine Zugefrau, ja. Hörst du eigentlich immer schon Hip-Hop mit deinen Kids? Wenn die sagen, hör mal, Papa. Und dann machen sie diese Bewegung nee. Und du machst, oh ja, oh, oh. Die machen ja mal so. Nee, ich wippe nur mit dem Rollstuhl. Nein, ich mag Hip-Hop. Das hast du gelesen, ja. Ich mag 50 Cent, aber die Kinder nicht eigentlich so sehr, nicht? Du hörst doch nicht 50 Cent. Tja. Kein ja. Mensch hört 50 Cent. Ich schon. Aber dann gehst du an den Plattenspieler und drückst auf... Ich habe keinen Plattenspieler Cent. Mehr, du. Ach so, was hast du noch denn? Einen Plattenspieler? Ja, klar, ich einen Plattenspieler, echt? Ja. Nee. Ich glaube, ich habe sogar ein 50 Cent Album. Echt? Bestimmt, siehst, von vor 10 Jahren oder so. Ach so, ja, ja. Siehst du. Nee, ich habe es auf dem Stick im Auto. Machst du dann auch die Fenster runter, machst so mit dem Ellbogen? Nee, weil die Boxhandschuhe gehen immer dann durch den Wind, immer hin und her, da sehe ich nichts mehr. Du schnarchst extrem viel, so doll, dass ihr gar nicht zusammen in einem Schlafzimmer liegen könnt. Das ist richtig, ja. Ich würde wie ja die meisten, die hier sind, sicherlich. Alle nicken, guck mal. Oh, oh. Hast du denn was getan oder tust du was gegen dein Schnarchen? Nee, wenn wir verreisen oder zusammen schlafen im Zimmer, dann habe ich eine Schiene,
wenn die ich da reinmache, ja? Kann ich nur jedem empfehlen. Schnarcht man nicht mehr. Können wir noch Bier haben? Ist nur sehr entwürdigend. Wie ist denn die Schiene? So durchsichtig? Und nein. Dann so eine, wie so eine Boxerschiene? Ja, so, schaust du aus. Ach, die schiebt den Unterkiefer nach vorne. Und demütigt sie mich, indem sie, wenn ich sie drin habe, immer noch mal das Licht anmacht und mich was fragt. Und das ist natürlich... Schatz, wann müssen wir morgen aufstehen? Weiß ich nicht. Und das Frauen, hilft. So sind weil sie. Weil natürlich... So das Problem sie. Des Schnarchens im Alter ist, weil ja das Gewebe so labbrig wird hinten und das Zäpfchen genau. und alles ist so ausgeleiert. Gott sei Dank ja auch bei Frauen, ne? Nee, bei Frauen nicht, schnarchen nicht. Frauen schnarchen nicht? Nee. Und wie? Und wie? Schnarchst du auch? Nein, ich auch nicht. Schnarche nicht und ich pupse auch nie. Ja? Nee, lautlos. Nein, ich pupse nie. Ja? Ich weiß gar nicht, wie das geht. Echt? Da verpasst aber was. So, du willst nicht singen, hast du gesagt. Wir haben dich schon jahrelang eingeladen und hast immer gesagt, nein, ich kann nicht kommen, weil ich ja bei dir singen muss. Jetzt habe ich gesagt, jetzt komm endlich, dann musst du halt nicht singen. Hol halt eine Band, die es kann. Cool. Und ich freue mich heute so, dass sie da sind. Begrüß mit mir Nisse! Hallo. Du willst es, ich ändere das Alphabet. So, dass überall nur noch dein Name steht. Ich liebe das Farbenreich. Grüß dir, es ist super und ich male schwarz und weiß. Für meine Königin, Herrscherin, Kaiserin, Kleopatra, Kleopatra. Doch, egal wie schön ich sing, begabt oder reich ich bin, deine Sucht nach mehr trennt uns wie ein ganzer Ozean. Ich pack mein Herz auf den Beat. Lass dich darauf tanzen, tanzen, tanzen. Nur dir gehört dieses Lied. Ich lass dich darauf tanzen, tanzen, tanzen. Ich pack mein Herz auf den Beat. Und lass dich darauf tanzen, tanzen, tanzen. Nur dir gehört dieses Lied. Ich lass dich darauf tanzen, tanzen, tanzen. Ich bin der Größte. Doch erober jedes Königreich für dich. Mich jagt es her, der Männer, die dir verfallen sind. Sie wollen mich in Eifersucht mit Feuer vertreiben. Von meiner Königin, Herrscherin, Kaiserin, Kleopatra, Kleopatra. Doch egal wie schön ich sing, begabt oder reich ich bin, deine Sucht nach mehr trennt uns wie ein ganzer Ozean. Ich pack mein Herz auf den Weg. Lass dich darauf tanzen, bis deine Schuhe blutig sind. Ich lass dich darauf tanzen, bis du sagst, dass du mich. Nisse! Meine Heimat, vielen Dank. Danke. Danke. Habt ihr Bierdeckelchen geschrieben für Sky? Sky, wir würden uns jetzt hier so raufsitzen. Gut. Das heißt, das machen wir mal auch. Nee, das ist gar nicht mehr nass, ne? Ist schon trocken. Das heißt, wir würden mal so machen. So, und du würdest jetzt... Oh, der Rock geht nicht. Der bleibt kleben, weil das Wildleder ist.
Jungs, heute geht nicht. Dann bin ich da und der Rock sitzt aber noch so. Du müsstest jetzt deine Beine über meinen Kopf quasi schleudern. Ja, mach ich. Okay, oder so. Ich höre von hinten ein sehr lautes War ja wieder klar. Ich auch. Sind das auch die Momente, das, wo man denkt, komm du mir nach Hause? Ja, nee, es nützt ja nichts, dann haut sie mich wieder. Ach, ehrlich? Bist du der Strengere? Bist du eigentlich, hast du manchmal schon so diese Motzigkeitsanfälle? So diese? Nee, mein zweiter Name ist Sanftmut und Sky Sanftmut Dumont. Bist du sanftmütig? Unglaublich. Und wir gucken mal, was hier gefragt wird. Ich habe nur meinen Schlagring nicht dabei. Benutzt du Silbershampoo? Nee. Aber findest du das so unwahrscheinlich? Ich nehme das Hundeshampoo. Ach, ehrlich? Heute habe ich es gesucht, habe ich nicht gefunden. Aber man kriegt das sonst immer so einen Gelbstich in die Haare, oder macht der Friseur das bei dir? Man kriegt Gelbstich? Ne, ich krieg keinen. Weiße Haare kriegen einen Gelbstich, ne? Jungs, ihr habt das manchmal auch, wenn man die nicht mehr. Wieso kriegt ihr einen Gelbstich? Wahrscheinlich, weil sie versuchen, es dunkel zu färben. Ach so, dann weiß ich auch nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, man muss immer so ein Silbershampoo nehmen. Wahrscheinlich vom Bier. Hast du schon mal Viagra genommen? Nein. Wie oft wurdest du das eigentlich schon gefragt? Noch nie. Ach was. Wirklich? Stell dir vor. Wenn du kokst, ziehst du dir dann eine Skyline rein. Wann bist du das letzte Mal so richtig abgestürzt? Abgestürzt? Eigentlich nie. Trinkst ja auch nie, ne? Nee, oder? Langweilig. Ne? Wie bist du, wenn du besoffen bist? Ich bin ja nicht besoffen. Aber ich war nur einmal besoffen. Und dann? Günther Ungeheuer, den wird keiner mehr kennen. Da habe ich gesagt, das war scheiße. Deine Generation kennt ihn. Da habe ich gesagt, das ist scheiße, da hat sich immer alles gedreht. Da hat er gesagt, musste weiter saufen. Dann dreht sich in die andere Richtung und dann hört es auf. Das ist eigentlich nicht so schlecht, ne? Ja. Könntest du dir nicht vorstellen, auch irgendwann mal mit so einer Cappy und mit einem kleinen grauen Bart ein Shanty zu werden? Irgendwann stehe ich da auch dahin. Oder? Ja. Mir ja. Nehmt ihr mich auf? Freuen sich. Siehst du? Die freuen sich. Ja, natürlich. Ich mich auch. Aber dann musst du singen. Nee, ich stelle mich nach hinten, das merkt keiner. Ich kann den Mund bewegen. Da haben wir schon genug. Was war früher besser? Die Fragen? Mach dich bloß beliebt, du. Hilfst du deinen Kindern bei den Hausaufgaben? Wenn es sein muss, ja. Kannst du das? Ja, klar, kann ich. Wobei, bei der Mathe mit meiner Tochter ist es vorbei. Also das wäre dann ja schon... Ja. Das ist richtig scheiße. Wo möchtest du deinen Lebensabend verbringen? Ich denke mal bei deiner Familie, wenn ich das mal so voraus in der Wärme, ja. Sagen darf. Gerne drin, ne? Gerne drin. Genau, drin. Hallo. Im St. Pauli? Das ist die falsche Antwort. Ja. Was sagst du denn? Richtig, stimmt. Ich gehe mit meinem Schwiegervater, der ist ja in meinem Alter. Wollen wir ins Altersheim hier in St. Pauli gehen und dann gehen wir zum Table Dance um 11, weil so ab 12 ist man ja dann schon müde. Das stimmt, dein Schwiegervater ist jünger als du. Ein Jahr, ja. Hm. Was hat der denn gesagt, wo der dich gesehen hat? Da ist er doch ausgeflippt, oder nee, nicht? Nee, im Gegenteil, meine Schwiegereltern haben super reagiert. Hat er nicht gesagt, Mirja, kommst du mal kurz? Nee. Wenn dieser Typ nicht sofort... Nee. Und das heißt, ihr versteht euch so tolerant. Gut, wir stehen dass uns ihr super zusammen auch euch vorstellen könntet im alten Stift auf St. Ja. Pauli. Ja, wir waren auch schon auf Segeltour miteinander. Das war herrlich. Aber das ist was anderes als zusammen in so einem Kippbett auf St. Pauli. Wir liegen ja nicht zusammen im Bett, Gottlob. Nee, aber vielleicht im Kippbett? Wieso im Kippbett? Diese Betten, die so ping immer so. Echt? Ja. Kippbett? Habt ihr denn schon so die gleichen... Wenn dein Schwiegervater kommt, unterhaltet ihr euch dann schon über eure Bandscheibe und so, was nicht mehr so gut geht? Nee, wir gucken Fußball. Und er schläft, er pennt ja sehr viel. Ich höre, wie deine Schwiegermutter sich gerade totlacht. Weil ich weiß nämlich genau, worüber ihr euch unterhaltet. Ich stelle mir gerade vor, wie ihr zwei immer schon einpennt auf dem Sofa, während die Frauen noch weiter Let's Dance gucken oder sowas. Und ihr liegt schon in euren Wolldecken. Auf dem Heizkissen. Aber irgendwie ist es auch ganz gut. Vielleicht ist älterer Mann doch besser, weil die lassen einem so in Ruhe, glaube ich. Die wollen einfach viel schlafen, wollen ein bisschen was essen.
und ihre Ruhe haben. Sag mal, stimmt das mit der Komplettrasur? Ist die für dich die Frage? Bist du komplett rasiert? Hast du es irgendwo erzählt? Nein, habe ich auch nicht erzählt. Wieso steht denn das hier drauf? Weil das irgendjemand in der Zeitung mal geschrieben hat. Ich habe damals die Bemerkung gemacht, je tiefer die Hecke, je größer wirkt das Haus. Stimmt ja auch. Ja, ja, klar, das stimmt natürlich. Ja. Das stimmt. Nee? Ja, ja, klar, aber deswegen ist es ja auch so albern, ne? Also, ist ja, die Frauen sehen ja sofort, ach so, guck mal, alles weg, damit Herr Longdong sich mehr hermacht, sagen wir es mal so. Stottern habe ich dich selten erlebt. Ja, ich mich auch. Aber ich habe gerade überlegt, warum hast du deinen noch davor Vornamen Neven eigentlich abgelegt? Das ist kein Vorname, das ist mein Nachname. Ja, der Nachname Anfang des Nachnamens. Also Neven Dumont. Neven Dumont. Mhm. Wie der Verlag, ne? Mhm. Sind die nicht unheimlich reich, dieser Verlag? Ja. Also der Verlag Neven Dumont war ja dein Großonkel, der ist gestorben. Ja. Und bist du jetzt deswegen eigentlich reich, weil die reich nein. sind? Nein. Erbst du denn nicht. Was von denen? Nein. Das heißt, du hast nur diesen tollen Namen. Richtig. Denn statt Kai auch noch Sky. Wir haben das gleiche Blut, aber finanziell nicht. Nicht das gleiche Konto. Ja, genau. Sehr ärgerlich. Scheiße. Und könntest du dich nicht irgendwo noch einschleimen, dass da doch noch was kommt? Nee. Warum verlegen die dann deine Bücher nicht? Das wollte ich nicht. Ach so, extra nicht. Damit das heißt also... Protektion. Sky Dumont, Verlag Dumont. Blöd, ne? Ein bisschen blöd. Ja, findest du auch, ne? Ja, hast recht. Du das letzte Mal geblitzt. Wann wurdest du das letzte Mal geblitzt? Das kann nur meine Frau geschrieben haben. Vor genau einer Stunde. Auf dem Weg hierher. In der 30. Dann in der 30er-Zone. Ach, ehrlich? Hast du geschoben oder was? Kannst du mal eben. Nein, ich war hinterm Lenkrad eingeschlafen. Mit wie viel denn in der 30er? Mit 50? 60. Mit 60 ist der Lappen weg. Ich weiß. 4 Wochen Lappen weg, 280 Euro, frag mich. Hast du auch schon, ja? Ach, ich habe so oft schon den Führerschein abgegeben. Ist das nicht das nächste Mal drei, ich glaub, ich drei Monate? Den, ja, und manchmal ist es dann auch, dass sie sagen, wegen der Häufigkeit... Zum Deppaltest. ...ist es jetzt ganz weg. Warst du beim Deppaltest? Nee, war ich noch nie. Ich ging immer irgendwie gut. Brauchte ich noch nicht. Hast du eine Entschuldigung gehabt? Mein junger Freund wollte unbedingt. Nee, überhaupt nicht. Der hat es nicht lange ausgehalten. Das hat die nicht interessiert. Es interessieren nur Fakten, Fakten, Fakten. Danke, ne? Nicht mehr. Was? Ne? Weil du noch fahren musst? Ja. Ist dir übel? Kannst du den Hahn nicht mehr halten? Eben, genau. Das ist es, oder? Ich finde ihn schon wieder voll. Ja, dann sag ich mal, Prost, möchtest du was ne? anderes trinken? Nee. Erstmal gar was nichts im Moment, aber alte Leute Komm. Trocknen so schnell auf. Eben, ich weiß. Deswegen trinkst du ja auch so viel, ne? Entschuldigung, Jungs. Ihr natürlich nicht. Nein, 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 nein. Lass doch mal die Kurve gehen. Ich hab noch gerade die Kurve gekriegt. Ja, gerade noch die Kurve gekriegt. Gib mir doch, fang doch schon mal an, das Lied zu spielen und ich würde dann unseren nächsten Gast reinholen. Also ich müsste vielleicht doch... JJ, würdest du mir doch irgendwie helfen, hier runterzukommen? Ich freue mich so auf unseren nächsten Gast. Er ist ehemaliger Breakdance-Meister der DDR. Danke, dass ich hier sein darf. Ja, ich freue mich ganz doll. Ich habe dich ein bisschen gebeten, ob du tanzen reinkommen ja. kannst, weil du sagst, das ist so affig. Und habe gesagt, doch mach, ich erzähle direkt danach, dass ich dich drum gebeten habe. Genau, also ich hatte nicht die Idee, ich dachte jetzt nicht, jetzt gehst du mal rein, ziehst voll ein durch, jetzt ja. was los ist und so. Ja. Aber ich glaube, das hätte trotzdem auch, hätte ich es jetzt nicht aufgeklärt, wäre es super rübergekommen. Ja? Du hast es ja im Blut, ne?
Naja, die einen sagen so, die anderen sagen so. Aber ich sag so. Ja. Also habe ich ja gesehen. Du machst ja auch nicht den popeligen Moonwalk, den sie alle machen. Den machen ja viele. Du hast den im Quadrat gerade gemacht. Ja, der ist ein bisschen... Willst du den lernen schnell? Nein, überhaupt nicht. Mit diesen Schuhen möchte ich nur gehen. Habt ihr euch eigentlich schon irgendwie kennt? Wo ist denn der? Ach, da wir haben Sky und ich, wir haben vor vielen Jahren haben wir mal einen Dreh gemacht. Kannst du ja in München. Nein, den Lift. Was habt ihr da gedreht? Was war denn das? Das war bestimmt eine Werbung. Hast du bei Popstars mitgemacht, Sky? Nein. Nee, da wäre eher in der Jury gesessen, wenn dann. Sky, die Frage ist, möchtest du hier so durchrutschen auf deinem Platz oder dich eher die sportliche Variante nehmen und hier mit dem Hintern drauf und rüber schleudern? Das darfst du jetzt aussuchen. Wenn die Gläser nicht da sind, ich gehe mal hinten durch. Bevor das wir lange diskutieren. Auch. Genau. Und wo soll ich den Kopfschatz machen? Du kommst mit einfach hinter. Auch in die Ecke hier, ja? Ja, genau. Wir drei so schön eng aufeinander. Ja, genau. Das ist doch schön. So, du, trinkst du eigentlich Alkohol? Nee. Ja doch, Rotwein gerne. Was? Doch. Das hätte ich ja nie gedacht, dass du Alkohol trinkst. Was ist denn daran schlimm? Ich die mal, ich dachte, weil du so unheimlich sporty und sexy und alles. Und dass du sagst, Alkohol ruiniert den Menschen, den Körper. Nö, aber alles, ist ja gar nicht so. Ja, Rotwein, so. Sagt man, darf man ein bisschen. Ja, Rotwein, so ein bisschen, ein, zwei Gläser geht irgendwie schon. Da sind sie nicht so kritisch. Bei Bier ist halt so, also erstens schmeckt es mir nicht so. Und zweitens ist es halt schon, man sagt immer so, bei Männern ja auch diesen Bierbauch. Die Biertitte kriegen die auch, und, ne? Oder die Bierbrüste so ein bisschen. Und es ist halt wirklich so, Bier hat halt durch den Hopfen und so weiter und so fort. Ist nicht so? Da könnte ich mal kurz die Bäuche sehen, bitte? Das ist kein Bauch, das ist ein Feinkostgewölbe. Ein Wohlstandsladen. Was hast du früher bestimmt auch gesagt, ne? Ja, ja. Als du noch mehr auf den Rippen hattest. Weißt du, was mich total umgehauen hat? Nee. Deine Biografie, du bist ja geboren, darf ich ein bisschen chronologisch anfangen? Und du hakst immer da rein, wo du mehr erzählen in die falsche Richtung möchtest. Vielleicht so. Deine Mama Erna, ne? Hat Erna ist ja schon mal interessant. Erna finde ich auch spannend. Erna Soest, so wissen die bei uns auf dem Dorf alle. Ja, und Jürgen Soest war ihr Ehemann. So. Und Erna, aber nicht mein Vater. So, weil Erna war zwar mit Jürgen verheiratet in Ost-Berlin, richtig, aber war relativ unglücklich. Naja, sie war unglücklich, weil ja Jürgen irgendwann mal von ihr erwischt wurde, wie er... Ach so, knickknack. Und das zu Hause im Schlafzimmer. So, dann war Erna ab da. Jetzt ist ja noch, weißt du, damals oder heute ist ja so, heute schickst du eine SMS oder rufst an, Schatz, ich bin früher fertig mit Arbeit, ich komme nach Hause, sei denn, du ahnst schon was. Und dann kann das noch beseitigt werden. Ja. Früher war es so, im Osten gab es kein Handy. Naja, wie heißt es immer so schön, was will man beim Sex nicht? Und Schatz, ich bin schon wieder zu Hause. So, weißt du, so. Ja, ja. Und dadurch war sie natürlich unglücklich. Schatz, ich stehe gerade in der Tür. Okay, dann hat sie einen Medizinstudenten kennengelernt aus Ghana. Mhm. Und den fand sie ganz charmant und ganz toll. Und hat dann auch... Knickknack. Genau. Auf jeden Fall war sie dann schwanger mit dir, was natürlich jetzt Jürgen zu verklickern galt. Und das war schon sehr spannend, weil meine Mutter dachte so, okay, wer ist nun der Vater? Ach so, sie wusste es auch. Sie wusste es nicht. Ja, und das heißt, 50-50 Joker wäre... Ja, das war so, oder ja, Publikumsfrage oder ja, so. Es hätte auch gut gehen können. So, dann bist du aber geschlüpft und hat man denn von Anfang an direkt gesehen, dass du dunkel warst? Oder warst du nicht am Anfang erst hell? Also lustig ist ja, dass man am Anfang relativ hell ist. Und ich bin ja insgesamt jetzt nicht so dunkel, genau. Also eher so Cocktail. Und mein vermeintlicher Vater Jürgen dachte damals... Ich wäre sein Kind und hat mich wirklich auch 2 Monate lang gewickelt und alles drum und dran. Und dann kam seine Mutter. Und die hat nur reingeguckt und hat gesagt, Jürgen, das ist nicht dein Kind. Da stimmt was nicht. Und da war der Drops gelutscht. Ja, oh Gott, oh Gott. Dann war das Ding durch. So, und dann war das Ding durch. Das heißt, Jürgen durfte rummachen, aber Erna natürlich nicht, war ja noch eine andere Zeit. Und sie haben sich scheiden lassen. Ja. Und dann ging das Debakel los. Weil es deiner Mama ganz schlecht ging damit. Genau, die war ja sowieso sehr krank und das hat die Krankheit noch mal intensiviert. Psychisch also heute, krank. Genau, psychisch krank, manisch-depressiv. Und heute mit Abstand kann man da gut drüber reden, aber damals als Kind hast du natürlich nicht natürlich verstanden, nicht. Was ist mit deiner Mama los, wenn sie irgendwie dir mit dem Hackebeil hinterher rennt und sagt, ich habe den Teufel geschickt. Und die war dann nicht mehr Herr oder Frau ihrer Sinne sozusagen. Und dann bist du mit 9 Jahren... in Ost-Berlin in ein Kinderheim gekommen, was aber für dich ganz okay war, sagst du, weil endlich eine Regelmäßigkeit ins Leben kam, weil Erna das alles nicht mehr so richtig gepackt hat. Ich dachte am Anfang irgendwie, ich bin nach 2 Tagen oder nach 2 Wochen wieder zu Hause. Ach so, das haben die gar nicht weißt direkt du, also gesagt? Also es war so ein Tag nach meinem Geburtstag, dass die gesagt haben, okay, der Junge muss ins Heim, weil die dann bei uns zu Hause waren. Und ich dachte so,
ein bisschen hier, ein bisschen gucken und dann bist du wieder zu Hause. Und daraus sind dann halt 5 Jahre geworden. Und das war schon blöd, weil ich immer dachte, wann kommst du jetzt zurück zu Mama? Und stimmt es, dass du im Heim dann den ersten farbigen Jungen, anderen farbigen Jungen, ja, hast? Ja. Und du dachtest, ach, guck mal, noch so einer. Genau. Jimmy hieß der. Und sein Bruder, ich glaube, der hieß Johnny, sein größerer. Jimmy und Johnny hört sich jetzt ein bisschen an wie ausgedacht, aber ist wirklich so, ist in der Tat. Die waren halt auch so farbig und deswegen habe ich mich dann irgendwie so, das war so, okay, hier sind noch mehr wie ich und wir haben dann in einem Bett geschlafen und so. Also ein bisschen gemein sagst du immer, weil ihr wart immer schuld. Wenn irgendwo Läuse waren, waren immer die Heimkinder. Wenn was kaputt war, immer die Heimkinder. Wenn was geklaut war, immer die Heimkinder. Aber wir waren ja in einer öffentlichen Schule. Ja. Das ist, also du hast übrigens echt das Buch gelesen, cool. Ja, aber weil ich das überhaupt nicht ahnte. Ich dachte, da stehen jetzt so ein paar Bewegungstipps. Oder so. Nee, das kam dann aber erst im Fitnessbuch, aber bei der Biografie bin ich noch. Und bei uns war es wirklich so, egal was war, wir waren ja in einer öffentlichen Schule, die Heimkinder waren immer erstmal schuld. Du wolltest eigentlich Fußballer werden und dann hast du aber Michael Jackson mitgekriegt. Und ich dachte wirklich so beim Fußball, mein Sohn spielt ja sehr gut Fußball, der ist 8 Jahre, der kann wirklich gut Fußball spielen im Vergleich zu mir damals. Und ich wollte eigentlich so ein kleiner Pelé werden. Und dann, wie du sagst, habe ich Michael Jackson im Fernsehen gesehen, im Kinderheim, nachts um 0:01. Wie alt warst du da, weißt du das so? 12 Jahre. 0:01 durftet ihr Fernsehen gucken? Nee, durften wir nicht. Ach so. Also da waren die Nachtwachen schon da, weil wir mussten ja so um 20.30 Uhr ins Bett. Dann sind wir über die Balkone, 2 Kumpels von mir und ich. Jedenfalls sind wir dann durch die Fenster des Gruppenraums rein, haben hinten an der Antenne rumgespielt, sodass wir ZDF sehen konnten und haben uns dann dieses gruselige Thriller-Video angeguckt. Und sind vom Hocker gefallen? Völlig. Weil... Du sagst, das ist meine Welt, ich möchte der Berliner Michael werden. Genau, meine, der DDR-Michael. Und habt ihr geübt? Dann haben wir angefangen zu üben. Und woher habt ihr dann noch Michael Jackson Material gekriegt? Weil das lag ja da dann in Ostberlin nicht überall rum. Bei uns war es so, in der Schule hat man dann irgendwie so Schritte ausgetauscht. Und einige von uns hatten die Möglichkeit, irgendwie eine Bravo zum Beispiel zu bekommen. Und in der Bravo gab es damals so Breakdance-Poster-Anleitung. Wie muss man den bestimmten Move machen? Oder hier Icy Gulp damals im Fernsehen. Weiß nicht, wer sich noch erinnert. Ja, der erste Breakdance-Lehrer damals. Und danach haben wir dann damals angefangen, irgendwie tanzen zu lernen. Das war aber sehr exotisch. Gut. Jetzt brauchte man ja auch ein bisschen die Mode dazu, ne? Und das heißt, du hast dir dann die Haare wie gemacht? Also die Haare waren ja viel mehr damals noch, ja. Ich habe damals so eine Mischung gemacht. Wir hatten auch nicht so richtig Haargel. Ja, Haargel hätte geholfen, aber hatten wir nicht. Und ein Kumpel hat mir erzählt, du musst Zitronen nehmen, musst Eiweiß nehmen und Zucker und das zusammenmischen und dann in die Haare schmieren. Oh, das hört sich hart an. Und dann hatte ich irgendwann so, dann waren die Haare so nach hinten und nur hier diese Strähne nach vorne eine halbe Stunde lang immer so wie ein Korkenzieher gedreht und dann hier hinten die Haare so lang wie bei Michael Jackson. Der Unterschied war, bei Michael Jackson waren die Haare hier locker und bei mir war es dann so fest, dass wenn ich mal nach unten geguckt habe, dann hier so der Feuerwehrhelm so war. Also es war echt so scharf vorbei. Oder wie so ein Vogel, weißt du, wirklich so hüpp. Hoch und wieder runter. Ah, das ist lustig. Du warst aber auch Dressman, das sagt man heute Model, ne? Genau, genau. Mit übrigens dieser Feuerwehrhelmfrisur. Ach, ehrlich? Mhm. Trotz Feuerwehrhelmfrisur durftest du als Model? Ja, das war damals eigentlich sogar modern. Weil da musste ich ja nicht immer so machen, sondern konnte ich so laufen, also nicht aufgefallen. Und dann sah das so aus wie so eine schöne Frisur, die so bis hier hingeht. Aber davon musst du doch noch Fotos haben. Nein. Die sind bestimmt irgendwo unter Verschluss, wollen wir wetten. Und du hast aber einen normalen Job gemacht, du hast Werkzeugmacher gelernt. Am Wochenende ging es als Dressman auf den Laufsteg und dann aber morgens um 6 schon wieder zur Ausbildung zum Werkzeugmacher. Und das im Dreischichtsystem. Wollen wir mal auch nicht vergessen. An CNC-Stahlmaschinen damals, im Werkzeugmaschinenfabrik Marzahn. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe es gehasst. Ja, das glaube ich, dass du das überhaupt gemacht hast. Na, in der DDR war es wichtig, dass man eine Ausbildung hat. Ist heute immer noch, aber damals war das einfach so... Welches Jahr schrieben wir denn da? Du warst 16, das heißt... Also 1986 so. Okay, kurz vorm Mauerfall. Mhm. So, es ging dir sehr gut, das Haar saß, man tanzte vor sich hin. Eigentlich war gerade alles super, zack, fällt die scheiß Mauer und alles ist dahin. So ein Mist. Meine sichere... Nee, aber wirklich ohne Quatsch. Weißt du, ein bisschen war es doch für dich so. Nee, für mich war es doch. Du musst dir mal überlegen. Bei mir Mauerfall, ja? Ja. Also, ich liege mit meiner Freundin in Arnsfeld in unserer Einraumwohnung im Wohnzimmer auf unserer Bettclub-Couch. Sie schläft schon. Ich gucke aktuelle Kamera. Und dann erzählen die da irgendwie, zeigen die Bilder, wie die da alle Bornholmer Straße irgendwie da rüberrennen und auf die Mauer und so. Und ich nur, Jackie. Ja, ein Problem. Also, in der Art. Ich so, nee, wirklich so ohne Quatsch. Ich so...
Du, da kann man irgendwie rüber, also rüber jetzt, können wir ja mal irgendwann in der Woche gucken gehen. Und shoppen. Dann weiter. Na, ich hatte ja auch keine Peilung so mit diesem Begrüßungsgeld und so, ja. Also einige haben sich ja da 7-8 Mal Begrüßungsgeld geholt. Das hätte ich mir überhaupt nicht getraut. Also wir haben wirklich eine Woche gebraucht, um den Mut zu haben, da in den Westen zu gehen. Und ist dir so stündlich eigentlich durchgesickert, dass du dachtest, scheiße, jetzt kommen die ganzen Streetdancer ja auch rüber. Nee, das also, hatte wir ich können nicht jetzt im Kopf. Ja darüber und jetzt kommen ja die ganzen anderen Models. So Globalisierung auch. Und so. Ja, und Konkurrenz. Ja, EU und so. Also weißt du, warst ja nicht mehr allein auf weiter Flur. Nee. Dann kam auf jeden Fall, wurde viel getanzt, du kamst irgendwie übers Tanzen zu den ganzen Popstar-Sachen. Aber heute bist du bei I Make You Sexy, ne? Also du hast quasi eine Firma. Naja, also wir haben es damals, I Make You Sexy, nee, ist schon genau richtig. Wir Abnehmen-Firma. Abnehmen, ein Online-Programm. Ist ein Abnehmen-Online-Programm. Und wir haben es damals I Make You Sexy genannt, weil wir also so wild waren. Was machst du denn jetzt? Mich auf meinen Fuß setzen, okay. Um so zu sitzen. Weil wir eher so uns als junge Wilde gesehen haben und sozusagen den Markt so ein bisschen referenziert. Wir haben beide gedacht, du gehst. Oder? Was ist jetzt los? Über den Tisch und weg, ja? Überhaupt nicht. Und wir sprechen jetzt über dick und dünn und da weiß ich, das interessiert alle, ne Jungs? Ist ganz einfach, Jungs. Ist easy. Es kam ja, es fing ja alles an bei dir, dass du eigentlich gesagt hast, oh, ich bin so dick geworden. Ja. Dass du, glaube ich, schon am Strand dir dein T-Shirt nicht mehr ausgezogen hast. Korrekt. Sondern mit Shirt und Badehose ins Wasser gegangen bist. Genau. Weil du dich geschämt hast. Genau so ist es. Richtig schon so. Also, das war wirklich so, die meisten Leute haben gesagt, na, du bist doch eigentlich eher so ein bisschen mächtig. Ich fand mich nicht mächtig, ich fand mich fett. Und dann war ich, wie gesagt, im Urlaub. Ja. Wir haben Beachvolleyball gespielt. Ich habe geschwitzt und habe mein T-Shirt, obwohl ich es eigentlich nicht mehr ausziehe, ausgezogen. Ja, das muss ich kurz zeigen. Mal auf, so, das war so. Ja. Also, T-Shirt ausgezogen, total dick hier. So. Greenpeace kam und wollte dich ins Wasser ziehen. Noch nicht, gleich. Gleich kommen sie. So, ich jedenfalls so einen Hechtsprung, reingefallen und dann aufgestanden so. Hier die ganze Plauze, alles voll mit Sand. Also noch besser zu sehen, wie groß der Umfang war. Und ein Kumpel, damals noch mein Freund, hat mich dann von der Seite fotografiert und das ganze Profil war dann auf dem Foto. Ach du Scheiße. Und da habe ich dann gesagt, das kann man jetzt mögen, muss man nicht. Jetzt ist Schluss. Ja, ja. Und dann hast du gesagt, so geht's nicht weiter. War das eigentlich das Jahr 2009, als du deine Frau kennengelernt hast? Und viele denken, ich habe sie 2008 genau. Kennengelernt, 2009 sind wir zusammengekommen. Denken viele. Genau, viele ich denken zum Beispiel dann immer beim so. Lesen, wo ich dachte, echt? Hat der nicht in dem Jahr, wo er sich verliebt hat, auch abgenommen? Das kann ja jeder. Also ich. Geil. Also es waren insgesamt 32 Kilo. Also durch Liebe 32 Kilo abnehmen ist so relativ schwierig. Ja, also echt? Da muss man schon, 32 ja, hast du abgenommen. Ja, 32 Kilo. Dazwischen, ich war dann bei 86. Aber du hast dir auch jemanden geholt, der dir geholfen hat, ne? Ich war mit meinem damaligen Freund Carsten, der auch Fitnesstrainer war. Mit dem zusammen habe ich das gemacht. Weil ich natürlich, im Endeffekt geht es ja darum, dass du jemanden an der Hand hast, der weiß, wie es funktioniert. Und aus dem, was wir dann da entwickelt haben, ich habe vorher auch irgendwie frisst die Hälfte Diät, ist Ananas Diät, Kohlsuppen Diät, weiße Brötchen Diät, alles ausprobiert. Ja? Und dann hast du mal 2-3 Kilo weniger und flumm, wenn du aufhörst, hast du wieder 5-6 Kilo drauf. Jojo. So. Das, was wir dann gemacht haben mit dieser eiweißreichen Ernährung plus funktionellem Training, also High-Intensity-Sport, können wir gleich mal machen, ja? Das hat dann wirklich funktioniert. Aber das machst du, nicht? Ja, aber ja. Es ist nicht schwer. Das ist ja das Lustige. Es ist nicht schwer, es kostet keine Zeit und es funktioniert. Wir haben mal so 1-2 Bilder von dir, wo ich sage, meine Fresse. Ich meine, dann stehst du da und sagst, hey, komm, das habt ihr auch. Aber so steht überhaupt nicht da. Jetzt im Moment nicht? Na, jetzt nicht und auch in den Mails nicht. Also ich will aber ja nicht. Das ist das wirklich nur Hungern und 2x20 Minuten Sport die Woche? Du, das Lustige ist, jetzt ohne Quatsch, du musst dafür nicht ins Fitnessstudio. Das ist so lustig. Die Leute denken immer, ah, der geht doch pumpen. Ich hasse Pumpen. Ja? Ich mag funktionelles Training, Bodyweight Fitness. Andere würden sagen, hier, wie hieß früher dieser Tonverein? Tonvater Jan. Eigentlich sind es Tonvater Jan Übungen 2.0 liegen. Also Übungen mit deinem eigenen Körper. Genau. Ich finde, das sieht so lustig aus wie bei Barbie Ken. Der hat auch immer hier so einen Knick, wo man die Beine so machen kann. Das sieht ja gut aus. Aber daran erinnert, man konnte es immer rausmachen, das Bein und wieder rein. Ist ja geil. Entschuldigung. Deswegen habe ich Hüftprobleme. Deswegen tut mir meine Hüfte manchmal weh. Jetzt habe ich das kaputt. Aber das sieht schon toll aus. Also Dankeschön. Guck mal, das warst du zum Beispiel vorher, als du das T-Shirt nicht ausziehen wolltest. Genau. Gab dann wirklich guck dir mal diese Kuh an. Also nicht du, sondern hier, der Kopf.
Guck dir das mal, ist ja ein Kuhkopf, ist so riesengroß. Ja, auch die unvorteilhafte kleine Brille in dem großen. Ja, wir können doch mal mit zwei, drei Leuten hier, wollen wir nicht mal ein bisschen Sport machen? Hier? Nicht? Ja, gerne, komm. Los, komm. Ich kann ja nicht wegen Rock, ne, aber die Shanties können. Ach, du kannst die Shanties. Ja, und dann noch synchron, dann haben wir gleich eine Choreo, das ist doch geil. Wer kann sich denn bewegen? Wer will sich denn, wer will mal kurz das ausprobieren? Einfach also, mal checken, ob es funktioniert. Ich kann ja, bin ja nicht so, ich sehe dich doch, du bist doch total sportlich. Ich absolut gar nicht. Ehrlich? Gar nicht. Ich hätte bei dir jetzt gedacht, du machst jeden Tag ganz viel Sport. Ja, aber guck mal, wir können auch in den High Heels. Wir können auch in den High Heels. Wenn du ganz normale Squats machst, also Kniebeuge, machst du das hier normalerweise. So, was passiert? Das Einzige, was du belastest, ist Oberschenkelmuskulatur und Po. So, jetzt machst du eine ganz einfache Sache, pass mal auf. Jetzt gehst du tief, ja, so. Und jetzt machst du eine Rotation, indem du den Arm dahin nimmst. So, genau, bleib mal dort. Streck dich, genau, Arm gerade und rotiere. So, jetzt hast du hier eine Belastung, Oberarm bis darunter. Bisschen, ne? Könnte man so sehen, zack. Dann machst du die Rotation in die andere Richtung, kommst hoch und schiebst dich wieder runter. So, das machst du 16 oder 20 Mal hintereinander, dann weißt du, was passiert. Wer lacht denn da so? Da lacht keiner. Ja, aber das ist, weißt du, das ist das Geheimnis. Willst du es mal ausprobieren? Ja, ich gehe in die Hocke. Gehst in die Hocke. Mach hoch. Pass auf. Zieh ganz hoch, nach. Hoch. Aber du guckst auch dann dahin, ne? Naja, ist besser. Kann man sich hoch, besser drehen, als hoch, wenn der Kopf in die andere Richtung hoch, geht. Hoch. Und runter. Tief. Zack, 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 zack. Hoch. Hoch und runter. Wieder runter. Und jetzt schon außer Puffern. Du hättest es machen können. Du machst jeden Tag Sport. Aber Ina, man sieht schon was. Ach, man sieht schon was. Geil, ist geil. Ja, siehst du, so schnell geht es. Hey, habt ihr Bierdeckelchen schon geschrieben? Oh, haben wir die schon angesagt? Nein, aber hier trotzdem, ist gleich wieder ein ganzer Stapel. Schon habt ihr trotzdem so schon selbstständig, schon schön überlegt. Habt ihr selbstständig schon gehandelt? Das finde ich ganz gut. Eine Frage, bevor wir uns gleich auf die Bierdeckelchen... wir singen gleich erst nochmal. Ganz schönen Song. Aber vorher habe ich noch eine Frage. Wenn man so aussieht wie du, machst du manchmal heimlich dich einölen und läufst mit einem Moonwalk am großen Spiegel vorbei? Nackig? Nackig eingeölt mit Nussbaumöl. Mit Nussbaumöl und dann so... Und einmal sagen und dann einmal gucken. I love you. Wann bin ich geil? Schnell duschen und dann anziehen. Und dann kommt Frauchen dann schnell duschen und dann so, hi Schatz. Hi Schatz. Und ich glaube, ich habe wieder zugenommen. Sag du doch mal. Nee, also das mache ich. Nicht? Nee, erstaunlicherweise so ein bisschen nicht. Mal so angucken und sagen, doch, geil. Nee, warte mal, ist ja ein Unterschied. Also ich gucke mir morgens meinen Körper manchmal an und denke so, ja, funktioniert noch. Aber ist auch was, nee, ist aber auch so, weißt du, wenn du irgendwann den Körper hast, den du magst, ist es doch schön, den auch anzugucken. Und ich habe mir immer gewünscht, dass ich nackig mich gerne angucken kann. Weißt du, was wir jetzt machen? Wir singen jetzt. Und das heißt, wir stehen jetzt auf. Ihr schreibt bitte noch Bierdeckel, wenn ihr noch Fragen habt zum Abnehmen oder Zunehmen. Da kann ich euch dann Sachen beantworten. Geht das, junge Frau? Soll ich Ihnen ja, helfen? Das geht, danke schön. Also ich muss dazu sagen, ja, ich habe noch nie in meinem Leben im Fernsehen irgendwie gesungen. Komm mir vor wie beim Casting. Ja, siehst du. Jetzt spannend, vor, jetzt krieg ich's zurück, weil du bist jetzt mein so Drill Instructor. Wie du. Ja, mach mal. Ich kann doch nicht so schwer sein. Was nicht? Mutti! Wenn du es nicht wirklich willst, hier, dann geh nach Hause. I used to think that I cannot go on. I'm lying with nothing but it all for some. But now I know the meaning of true love. I'm leaning on the everlasting arms. If I can see it, then I can do it. Oh, if I just believe it, there's nothing to it. Der war schlecht. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. I believe I can soar. I see me running through that open door. I believe I can fly. I believe I can fly. I believe I can fly. So jetzt, ja. Sehr
so loud. If I can see it, then I can be it. If I just believe it, there's nothing to it. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. I believe I can soar. See me running through that open door. I believe I can fly. I believe I can fly. I believe I can fly. Ja, ich weiß schon. Ja. Ich weiß schon, warum ich nicht Sänger, sondern Choreograf geworden bin. Toll, toll, toll. Du hast es ganz toll gemacht, Didi. Ja. Du hast es auch ganz toll gemacht, obwohl du nicht gesungen hast, Kai. Aber jetzt machen wir noch die Bierdeckelchen. Setzen uns hier Bierdecke. Rauf. Müssen wir uns da oben hochsetzen, ja, genau, dafür, ja? Ja, ich würde jetzt zum Beispiel so machen. Aber okay. Wir haben ja schon gehört, dass mein Rock überhaupt nicht gleitet. Tischtauglich ist und ja. Dann so. Ah, kommst du noch rum, oder? Oh. Und ich mach einfach so. Ja, genau. Sky, kommst du hier rüber? Ich auch? Ja, natürlich. War ein bisschen gefährlich jetzt. Was bist du denn jetzt eigentlich? Jetzt habe ich, ne, das ist gut. Ich bin zurzeit bei 94. Das ist und sehr stört schön. Dich das? Überhaupt nicht. Können wir die Deckelchen mal kriegen? Nee, so ein Stapel? Machen wir nicht alle. Oh, gut. Ich mach schon mal so. Alter, wir fangen aber an, vielleicht sind wir noch okay. Für dich dabei. Es gibt noch ein paar Sky-Fragen dabei. Genau, dann bin ich dran. Kannst du deine Brustmuskeln rhythmisch auf... R. Kelly abbringen? Bewegen. Ich hab das beim Sprechen vorhin, ist mir das aufgefallen, dass du manchmal beim Sprechen auch damit spielst. Beim Sprechen spiele ich damit? Nee. Echt? Ja. Dann sprichst du, das ist dann bist du aufgeregt. Bisschen... Doch, habe ich gesehen, dass du kannst es auch du das gesehen. Auch? Komm, wir machen ein Konzert. Kann ich leider nicht. Aber kannst du mit den Ohren wackeln? Nee, kann ich auch nicht. Kannst du das? Guck mal, pass auf. Das. Tatsächlich. Brust wackeln, Ohren wackeln. Ihr könnt ein Ganzkörperkonzert machen. Pass mal auf. Aber das. Muss deine Frau auch das. Was? Die? Achso, dass die mitsprechen. Das Detlef, ja, die. Immer. Also immer. Morgens, wenn sie wach wird, dann steht sie auf und bringt sie mir einen Kaffee und sagt so: Hallo, Detlef, die Soest. Schön, dich zu sehen. I möchtest make you du? Sexy. You make me sexy and I'm so proud of it. And Detlef, die Soest, tschüss und so. Ja, ja, sehr. Na, wir haben da eine sie, sehr wie, persönliche wie, Art wie miteinander. Wie nennt sie dich, Detlef? Didi. Schatz. Ach so, ist ja lustig. Wenn wir uns streiten, sagen wir unsere Vornamen, ja. Aber dann sagt sie Detlef oder Didi. Ich würde, glaube ich, Detlef. Mal Didi nehmen. Sagt sie Detlef. Du bist ja auch genau in der Zeit aufgewachsen, als dein Name Detlef immer so Detlef. Kannst du dich noch an diesen genau? Song erinnern? Diesen Detlef, ich bitte dich, geh doch für mich auf den Strich. Nee. Hey Detlef, du hast so einen süßen Po. Von wem wenn ich dich sehe, bin ich ja so froh. Hey Detlef, du bist so ein süßer Mann, pass in auf, dem man sich nur verlieben kann. Das war damals Deutsche Welle, kennt ihr keiner mehr? Aber von, nee. Detlef, kann sich jemand doch, erinnern? Wirklich? Ich hab mir den nicht ausgedacht für mich. Na, sag mal. Na, ich schwöre, wirklich, das war neue Deutsche Welle. Was du das meinst, danke. Müsst ihr wirklich mal googeln, das war echt ein Hit damals. Hast du schon mal jemanden K.O. geschlagen? Ja, Carsten Spengemann. Was? Ach so, also als ihr aber für Raab irgendwie gekämpft habt, oder? Na nee, bei RTL war damals noch, aber beim Promi-Boxen, ja. Und da hast du den K.O. geschlagen? Dritte Runde. Und wie hat sich das angefühlt? Geil. Das ist beim Zuschauen. Also Erlöse. Moment, war der aber nicht mal Weltmeister? Ja, ja. Das war ja so das Geile. Und ich muss ehrlich sagen, pass auf, und das war ein Fehler, dass er vorher das alles erzählt hat, dass er hier Türsteher war und Weltmeister. Und er geht, ich bin der schwere Mercedes, die schwere Mercedes-Tonne. Und er ist der Smart, der um mich rumgeht und immer mit kleinen Stichen mich zermürbt und so. Da habe ich angefangen zu schwitzen. Das war 6 Wochen vorher. Und da habe ich 6 Wochen vorher überhaupt erst angefangen zu trainieren. Hätte der das nicht gemacht, hätte ich gar nicht trainiert wahrscheinlich. Weil ich dachte so, das ist nennt man Taktik, so eine Spaß, glaube ich, oder? Aber die falsche Taktik. Weil dadurch habe ich dann 6 Wochen lang jeden Tag trainiert wie ein Wahnsinniger. Oh Gott, bekommen. Der Blöde. Anstatt zu sagen, ich bin so unfit. Aber und zum Schluss hat er dann gesagt, na, das war eine Schleimbeutelentzündung. Genau so. Hier. Das war eine Schleimbeutelentzündung. Die Frage ist blöd. Können Dicke richtig große Popstars werden? Ja, Dicke sind richtig große Popstars. Also guck dir doch hier paar Dicke, oder nein, nicht? Aber guck doch mal hier. Wer ist Dito zum Beispiel? Ja, genau. Weißt du, und wie heißt denn die andere, die auch so toll Adele. Singen? Genau, Adele. Ja? Also singen hat ja jetzt nichts mit Figur zu tun, finde ich.
Guck mal, da, Wildecker Herzbuben da. Sind doch auch dick. Ja, für die habe ich sogar mal eine Choreo gemacht. Kann das habe ich gelesen. Ja, die haben so ein Haus-Techno-Medley gemacht. Und dann habe ich mit denen choreografiert und meine Tänzer hingestellt. War ganz lustig. Ich will mich nicht anstrengen, aber trotzdem fit sein. Hast du einen Tipp? Ja, klar, bleib hast einfach sitzen. Hast du die geschrieben? Detlef, wann dürfen wir mit deiner ersten Schmuckkollektion rechnen? Der war also, gut. Der war gut. Da müsste Bruce Danell fragen. Ich glaube, dass der eher mit Schmuck kommt als oder Jenny Elvis. Also ich meine, wie viel Schmuck ohne Jenny Elvis? Oder da war doch noch einer, da gab es doch jetzt so einen Skandal. Ja, Daisy Renick und Jenny Elvis und alles das Gleiche irgendwie. Yo. War. Aber könntest du das vorstellen? Nö. Guck mal, ich habe keinen Schmuck, kaum Schmuck. Ich habe hier so ein komisches Armband, eine Kette und einen Ehering. Ja? So. Und zu mir würde nicht passen, eine Schmuckkollektion rauszubringen. Und bei dir? Du hast doch nichts zu tun. Könntest du noch mal so eine wieder die Peitsche. Ja. Wieder die Peitsche. Ärger dich so gern. Wir sind nur Leute, die nichts zu tun haben. Ja. Den langweilig ist, sonst würden sie hier was Vernünftiges machen. Ja, entschuldigung. Sonst wären wir ja bisschen so, sie hier Arbeit. Mal ein bisschen in... Detlef, was wollte der kleine Detlef werden, bevor er groß war? Michael Jackson. Ehrlich, ja. Ne? Ja. Michael Jackson Soest. Mhm. Ja, geiler Name. Oder? Michael Jackson Soest. Michael J. Soest. Und dann ist es Detlef D. Soest geworden. Aber auch nicht schlecht. Ja, nicht so, aber kann man gelten lassen. Jungs, das hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht heute. Und deswegen finde ich, wir hören uns jetzt noch mal Musik an. Ich freue mich so, dass Sie da sind. Sie kommen aus Kanada, extra eingeflogen. Wow! Sie heißen The Franklin Electric. Und wir hören den Song Unsatisfied. The Franklin Electric! Yeah. And this much, there's still lots to learn. Learn to let go. When I got 5 minutes left to go, to feel satisfied and full, won't you take it all away? Feel the love inside my heart. I feel so unsatisfied. In your face, yet you taste it on your tongue. Someone, please tell me where it's coming from. Each time your heart is struck and you leave it unsatisfied, when the feeling leaves you lonely one more time. Satisfied in my breaking teeth on every bite. But I know the song goes hungry in my mind. Maybe I'd already be satisfied. Can't you forget about those words? Can't you forget about yourself? Seems the wolves are getting hungry, but the more that they desire, the more that they're without it. We just fry being saved. We'll be right back.
jedem Popöchen. Heute bei uns Schauspielerlegende Guy Dumont. Außerdem kommt der Fitness- und Tanzguru Detlef D. Soest. Wir tanzen heute im Shelly zur Musik von Nisse. Und aus Kanada haben wir dann noch The Franklin Electric. Auch ganz toll. Ich sag euch was, ölt schon mal euer Tanzbein ein. This is not the end. Weil sonst hättet ihr die Show verpennt. Hier geht's jetzt erst los. Fehlt bloß mein allererster Gast. Heute Nacht. Sky, komm zu mir. Du und ich und zwischen uns ein Bier. Sky, komm zu mir. Kommen wir nie wieder zusammen. Begrüßt man mir den einzigartigen Sky Dumont. Sky Dumont. Das ist ja mal ein Auftritt. Sky, du bist in Argentinien geboren. Ja. Voll urban hört sich das an. Findest du? Findest du nicht? Ich kann mich nicht erinnern, schon so lange her. Bist du nur ganz kurz da gewesen? 4 Jahre. Was trinkt jemand wie du, wenn er in eine Hamburger Schifferfischerkneipe kommt? Ein Bier. Echt? Mhm. Oh, 2 Bier, Frau Müller. Was hast du gedacht? Ein Champagner? Ich dachte, argentinischen Rotwein sehr teuer. Ja, klar. Oder? Ja, genau. Gibt es einen teuren argentinischen Rotwein? Haben wir teuren argentinischen Rotwein? Nee, ich du glaube nicht. Du darfst da mal so durchrutschen, durch? Dann können wir uns auch schon hinsetzen. Oh, mein Gott. EC was tun die Knochen weh? Guck mal. Bist du schon in diesem Alter, wo du so bei jeder Tätigkeit stöhnst? Nein, ich bin in dem Alter, wo ich meine Knochen gar nicht mehr spüre. Ist es so? Ja. Wollen wir ein bisschen über Argentinien reden, aber brauchen wir ja gar nicht, wenn du gar nicht da warst. Ich kann mich kaum erinnern. Wie lange warst du da? Wie 4 Jahre. 4? Mhm. Und du hast gar keine Erinnerung daran? Doch. Mein älterer Bruder, der damals 4 Jahre älter war, hat mir in die Badewanne gepinkelt. Das war so traumatisiert, dass du das heute noch traumatisiert nicht, ich fand das ganz lustig. Also, hat man sich geekelt? Nee, damals nicht. Komisch, ne? Wir waren auch mal zu viert in der Badewanne, aber ich kann mich nicht an Ekel erinnern. Du warst zu viert in der Badewanne? Ja. Da waren die anderen drin. Und dann aufgestanden so, hier die ganze Plauze, alles voll mit Sand, also noch besser zu sehen, wie groß der Umfang war. Und ein Kumpel, damals noch mein Freund, hat mich dann von der Seite fotografiert und das ganze Profil war dann auf dem Foto. Ach du Scheiße. Und da habe ich dann gesagt, das kann man jetzt mögen, muss man nicht, jetzt ist Schluss. Ja, ja. Und dann hast du gesagt, so geht's nicht weiter. War das eigentlich das Jahr 2009, als du deine Frau kennengelernt hast? Und viele denken, ich habe sie 2008 genau kennengelernt, 2009 sind und wir zusammengekommen. Abgenommen, denken viele. Genau, viele ich denken zum Beispiel dann immer beim so. Lesen, wo ich dachte, echt? Hat der nicht in dem Jahr, wo er sich verliebt hat, auch abgenommen? Das kann ja jeder. Also ich. Geil. Also es waren insgesamt 32 Kilo, also durch Liebe 32 Kilo abnehmen ist so relativ schwierig. Ja. Ja, also echt, da muss man 32 schon, hast du ja, abgenommen? Ja, 32 Kilo. Dazwischen, ich war dann bei 86. Aber du hast ja auch jemanden geholt, der dir geholfen hat, ne? Ich war mit meinem damaligen Freund Carsten, der auch Fitnesstrainer war, mit dem zusammen habe ich das gemacht. Weil ich natürlich, im Endeffekt geht es ja darum, dass du jemanden an der Hand hast, der weiß, wie es funktioniert. Und aus dem, was wir dann da entwickelt haben, ich habe vorher auch irgendwie frisst die Hälfte Diät, ist Ananas Diät, Kohlsuppen Diät, weiße Brötchen Diät, alles ausprobiert. Ja? Und dann hast du mal 2-3 Kilo weniger und flumm, wenn du aufhörst, hast du wieder 5-6 Kilo drauf. Jojo, so. Das, was wir dann gemacht haben mit dieser eiweißreichen Ernährung plus funktionellem Training, also High-Intensity-Sport, können wir gleich mal machen, ja? Das hat dann wirklich funktioniert. Aber das machst du nicht. Ja, aber ja. Es ist nicht schwer. Das ist ja das Lustige. Es ist nicht schwer, es kostet keine Zeit und es funktioniert. Wir haben mal so 1-2 Bilder von dir, wo ich sage, meine Fresse. Ich meine, dann stehst du da und sagst, hey, komm, das schaffst du auch. Aber so steht überhaupt nicht da. Jetzt im Moment nicht? Na, jetzt nicht und auch in den Mails nicht. Also ich will aber ja nicht. Das ist das wirklich nur Hungern und 2x20 Minuten Sport die Woche? Du, das Lustige ist, jetzt ohne Quatsch,
Du musst dafür nicht ins Fitnessstudio. Das ist so lustig. Die Leute denken immer, ah, der geht doch pumpen. Ich hasse Pumpen. Ja? Ich mag funktionelles Training, Bodyweight Fitness. Andere würden sagen, hier, wie hieß früher dieser Tonverein, Tonvater Jan. Eigentlich sind es Tonvater Jan-Übungen 2.0 liegen. Also Übungen mit deinem eigenen Körper. Genau. Ich finde, das sieht so lustig aus wie bei Barbie Ken. Der hat auch immer hier so einen Knick, wo man die Beine so machen kann. Das sieht ja gut aus. Aber daran erinnert, man konnte es immer rausmachen, das Bein und wieder rein. Ist ja geil. Entschuldigung. Deswegen habe ich Hüftprobleme. Deswegen tut mir meine Hüfte manchmal weh. Jetzt habe ich das kaputt. Aber das sieht schon toll aus. Also Dankeschön. Guck mal, das warst du zum Beispiel vorher, als du das T-Shirt nicht ausziehen wolltest. Genau. Dann wirklich guck dir mal diese Kuh an. Also nicht du, sondern hier, der Kopf. Guck dir das mal, das ist ja ein Kuhkopf. Das ist so riesengroß. Ja, aber auch die unvorteilhafte kleine Brille in dem großen. Ja, wir können doch mal mit zwei, drei Leuten hier, wollen wir nicht mal ein bisschen Sport machen? Hier? Nicht? Ja, gerne, komm. Los, komm. Ich kann ja nicht wegen Rock, ne, aber die Shanties können. Ach, du kannst. Die Shanties. Ja. Sky, Timon. Das ist ja mal ein Auftritt. Sky, du bist in Argentinien geboren. Ja. Voll urban hört sich das an. Findest du? Findest du nicht? Ich kann mich nicht erinnern, schon so lange her. Bist du nur ganz kurz da gewesen? 4 Jahre. Was trinkt jemand wie du, wenn er in eine Hamburger Schifferfischerkneipe kommt? Ein Bier. Echt? Mhm. Oh, 2 Bier, Frau Müller. Was hast du gedacht? Ein Champagner? Ich dachte, argentinischen Rotwein sehr teuer. Ja, klar. Oder? Ja, genau. Gibt es einen teuren argentinischen Rotwein? Haben wir teuren argentinischen Rotwein? Nee, ich du glaube nicht. Du darfst da mal so durchrutschen, durch? Dann können wir uns auch schon hinsetzen. Oh, mein Gott. Jetzt was tun die Knochen weh? Guck mal. Bist du schon in diesem Alter, wo du so bei jeder Tätigkeit stöhnst? Nein, ich bin in dem Alter, wo ich meine Knochen gar nicht mehr spüre. Ist es so? Ja. Wollen wir ein bisschen über Argentinien reden, aber brauchen wir ja gar nicht, wenn du gar nicht da warst. Ich kann mich kaum erinnern. Wie lange warst du da? Wie 4 Jahre. 4? Mhm. Und du hast gar keine Erinnerung daran? Doch. Mein älterer Bruder, der damals 4 Jahre älter war, hat mir in die Badewanne gepinkelt. Das war so traumatisiert, dass du das heute noch traumatisiert weißt. Nicht, ich fand das ganz lustig. Also, hat man sich geekelt? Nee, damals nicht. Komisch, ne? Wir waren auch mal zu viert in der Badewanne, aber ich kann mich nicht an Ekel erinnern. Du warst zu viert in der Badewanne? Ja. Wer waren die anderen drei? Meine Schwestern. Ach so. Also ich glaube, die Älteste hat nie mit uns gebadet. Nein. So, ich sag mal Prost, Prost, Jungs, Prost, Prost ist eins, Prost ist das zwei. Stimmt es, dass du Sky heißt, weil du Kai eigentlich heißen solltest? Ja, genau. Aber wie unspektakulär. Ich meine, Sky, besser geht's doch gar nicht. So will man doch heißen. Ich meine, Sky Dumont geht, aber Sky Dumont... Klingt scheiße, ne? Das klingt doch super. Ja, nee, die Leute haben gedacht, wahrscheinlich heiße ich Adolf Scheißenteich und nämlich Sky Dumont. Aber ich heiße wirklich so. Oder verarschst du alle und du heißt wirklich Adolf Scheißenteich? Ja. Oder so ähnlich. Endlich haben wir es. So Walter Möller heißt du wahrscheinlich. Nee, Adolf Scheißenteich. Der neue Film von Walter Möller. Ja, genau. Was ich so toll finde, Sky, du hast ja lange in Amerika gelebt, um da Schauspieler zu sein, und hast 59 Folgen General Hospital mitgemacht. Das wusste ich gar nicht. Siehst du? Warum hast du den aufgehört? Weil ich das scheiße fand. Ich habe mich da nicht wohlgefühlt in Los Angeles. Ja, manchmal sind Sachen halt scheiße, muss man aber weitermachen. Weil man nee, muss man nicht, finde ich. Okay. Ich wollte einfach wieder zurück nach Europa. Ehrlich? Mhm. Direkt von Anfang an? Ich bin kein Amerika-Fan. Und wieso bist du da gelandet? Weil jeder Schauspieler den Traum hat, irgendwann mal nach Hollywood zu gehen. Was denkt denn jeder Schauspieler immer, was da passiert? Dass man ein, dass man Glück... So. Danke, dass ich hier sein darf. Ja, ich freue mich ganz doll. Ich habe dich ein bisschen gebeten, ob du tanzen reinkommen kannst, weil du sagst, das ist so affig. Und habe gesagt, doch mach, ich erzähle direkt danach, dass ich dich drum gebeten habe. Genau, also ich hatte nicht die Idee, ich dachte jetzt nicht, jetzt gehst du mal rein, ziehst voll ein durch, jetzt zeig mal, was los ist und so. Aber ich glaube, das hätte trotzdem, auch hätte ich es jetzt nicht aufgeklärt, wäre es super rübergekommen. Ja? Du hast es ja im Blut, ne?
Naja, die einen sagen so, die anderen sagen so. Aber ja, ich sag so. Ja. Also habe ich ja gesehen. Du machst ja auch nicht den popeligen Moonwalk, den sie alle machen. Den machen ja viele. Du hast den im Quadrat gerade gemacht. Ja, der ist ein bisschen... Willst du den lernen schnell? Nein, überhaupt nicht. Mit diesen Schuhen möchte ich nur gehen. Habt ihr euch eigentlich schon irgendwie kennt? Wo ist denn der? Ach, wir haben Sky und ich, wir haben vor vielen Jahren haben wir mal einen Dreh gemacht. Kannst du erinnern? In München. Nein, den Left, den Left. Was habt ihr da gedreht? Was war denn das? Es war bestimmt eine Werbung. Hast du bei Popstars mitgemacht, Sky? Nein, nein. Nee, da wäre eher in der Jury gesessen, wenn dann. Sky, die Frage ist, möchtest du hier so durchrutschen auf deinem Platz oder dich eher die sportliche Variante nehmen und hier mit dem Hintern drauf und rüber schleudern? Das darfst du jetzt aussuchen. Wenn die Gläser nicht da sind, ich gehe mal hinten durch. Bevor wir lange diskutieren. Drauf. Genau. Und wo soll ich den Kopfstand machen? Du kommst mit einfach hinter. Auch in die Ecke hier, ja? Ja, genau. Wir drei so schön eng aufeinander. Ja, genau. Das ist doch schön. So, du, trinkst du eigentlich Alkohol? Nee. Ja, doch, Rotwein gerne. Was? Ja. Doch. Das hätte ich ja nie gedacht, dass du Alkohol trinkst. Was ist denn daran schlimm? Ich dachte, weil du so unheimlich sporty und sexy und alles. Und dass du sagst, Alkohol ruiniert den Menschen, den Körper. Nö, aber ist ja gar nicht so. Rotwein, sagt man, darf man ein bisschen. Ja, Rotwein, so ein bisschen, ein, zwei Gläser geht irgendwie schon. Da sind sie nicht so kritisch. Bei Bier ist halt so, also erstens schmeckt es mir nicht so. Und zweitens, es ist halt schon, man sagt immer so, bei Männern ja auch diesen Bierbauch. Die Biertitte kriegen die auch, und, ne? Oder die Bierbrüste so ein bisschen. Und es ist halt wirklich so, Bier hat halt durch den Hopfen und so weiter und so fort. Ist nicht so? Da könnte ich mal kurz die Bäuche sehen, bitte? Das ist kein Bauch, das ist ein Feinkostgewölbe. Ein Wohlstandsladen. Das hast du früher bestimmt auch gesagt, ne? Ja, ja. Als du noch mehr auf den Rippen hattest. Weißt du, was mich total umgehauen hat? Nee. Deine Biografie, du bist ja geboren, darf ich ein bisschen chronologisch anfangen? Und du hackst immer da rein, wo du mehr erzählen in die falsche Richtung möchtest. Geht. Vielleicht so. Deine Mama Erna, ne? Hat Erna ist ja schon mal interessant. Erna finde ich auch spannend. Erna Soest, so wissen die bei uns auf dem Dorf alle. Ja, und Jürgen Soest war ihr Ehemann. So. Und Erna, aber nicht mein Vater. So, weil Erna war zwar mit Jürgen verheiratet in Ost-Berlin, richtig, aber war relativ unglücklich. Naja, sie war unglücklich, weil ja Jürgen irgendwann mal von ihr erwischt wurde, wie er... Ich habe keinen Plattenspieler mehr, du. Ach so, was hast du noch einen Plattenspieler? Ja, klar, ich einen Plattenspieler, echt? Ja. Nee. Ich glaube, ich habe sogar ein 50-Cent-Album. Echt? Bestimmt, von vor 10 Jahren oder so. Ach so, ja. Siehste. Nee, ich habe es auf dem Stick im Auto. Machst du dann auch die Fenster runter und machst so mit dem Ellbogen? Nee, weil die Boxhandschuhe gehen immer dann durch den Wind, immer hin und her, da sehe ich nichts mehr. Du schnarchst extrem viel, so doll, dass ihr gar nicht zusammen in einem Schlafzimmer liegen könnt. Das ist richtig, ja. Ich würde die meisten, die hier sind, sicherlich. Alle nicken, guck mal. Oh! Hast du denn was getan oder tust du was gegen dein Schnarchen? Nee, wenn wir verreisen oder zusammen schlafen im Zimmer, dann habe ich eine Schiene, die ich da reinmache. Ja? Kann ich nur jedem empfehlen. Schnarcht man nicht mehr. Können wir noch Bier haben? Ist nur sehr entwürdigend. Wie ist denn die Schiene? So durchsichtig? Und nein. Wie so eine Boxerschiene? Ja, so, schaust du aus. Ach, die schiebt den Unterkiefer nach vorne. Und dann demütigt sie mich, indem sie, wenn ich sie drin habe, immer noch mal das Licht anmacht und mich was fragt. Und das ist natürlich... Schatz, wann müssen wir morgen aufstehen? Weiß ich nicht. Und das Frauen, hilft. So sind weil sie. Weil natürlich so das Problem sie. Des Schnarchens im Alter ist, weil ja das Gewebe so labbrig wird hinten und das Zäpfchen genau. Und alles ist so ausgeleiert. Gott sei Dank ja auch bei Frauen, ne? Nee, bei Frauen nicht, schnarchen nicht. Frauen schnarchen nicht? Nee. Und wie? Und wie? Schnarchst du auch? Nein, ich auch nicht. Ich schnarche nicht und ich pupse auch nie. Ja? Nee, lautlos. Nein, ich pupse nie. Ja? Ich weiß gar nicht, wie das geht. Echt? Da verpasst aber was. So, du willst nicht singen, hast du gesagt. Wir haben dich schon jahrelang eingeladen und du hast immer gesagt, nein, ich kann nicht kommen, weil ich ja bei dir singen muss. Jetzt habe ich gesagt, jetzt komm endlich, dann musst du halt nicht singen. Hol halt eine Band, die es kann. Cool. Und ich freue mich heute so, dass sie da sind. Begrüß mit mir Nisse! Hallo. Du willst es, ich ändere das Alphabet, so dass überall nur noch dein Name steht. Ich liebe das Farbenreich, bloß dir ist es zu bunt, ich male schwarz und weiß. Für meine Königin, Herrscherin, Kaiserin, Kleopatra, Kleopatra, doch. Egal wie schön ich sing, begabt oder reich ich bin, deine Sucht nach mehr trennt uns wie ein ganzer Ozean. Ich pack mein Herz auf den Beat und lass dich darauf tanzen, ta.
tanzen. Und dir gehört dieses Lied. Ich lass dich darauf tanzen, tanzen, tanzen. Ich mach mein Herz auf den Beat und lass dich darauf tanzen, tanzen. Nein, ich kann nicht kommen, weil ich ja bei dir singen muss. Jetzt habe ich gesagt, jetzt komm endlich, dann musst du halt nicht singen. Holen halt eine Band, die es kann. Cool. Und ich freue mich heute so, dass sie da sind. Begrüßt mit mir Nüsse! Hallo. Du willst es, ich ändere das Alphabet, so dass überall nur noch dein Name steht. Ich liebe das Farbenreich, bloß dir ist es zu bunt, ich male schwarz und weiß. Für meine Königin, Herrscherin, Kaiserin, Kleopatra, Kleopatra. Doch, egal wie schön ich sing, begabt oder reich ich bin, deine Sucht nach mehr trennt uns wie ein ganzer Ozean. Ich pack mein Herz auf den Beat und lass dich darauf tanzen, tanzen, tanzen. Ich lass dich darauf tanzen, tanzen, tanzen. Ich mach mein Herz auf den Beat und lass dich darauf tanzen, tanzen, tanzen. Nur dir gehört dieses Lied. Ich lass dich darauf tanzen, tanzen, tanzen. Ich bin der größte Pazifist, doch erober jedes Königreich für dich. Mich jagt es her der Männer, die dir verfallen sind. Sie wollen mich in Eifersucht mit Feuer vertreiben. Von meiner Königin, Herrscherin, Kaiserin, Kleopatra, Kleopatra. Doch, egal wie schön ich sing, begabt oder reich ich bin, deine Sucht nach mehr trennt uns wie ein ganzer Ozean. Ich pack mein Herz auf den Weg. Lass dich darauf tanzen, bis deine Schuhe blutig sind.
ich lass dich darauf tanzen, bis du sagst, dass du mich Nisse! Meine Heimat, vielen Dank, danke. Danke. Habt ihr Bierdeckelchen geschrieben für Sky? Sky, wir würden uns jetzt hier so raufsitzen. Gut. Das heißt, das machen wir mal auch. Nee, das ist gar nicht mehr nass, ne? Nee. Ist schon trocken. Das heißt, wir würden mal so machen. So, und du würdest jetzt... Oh, der Rock geht nicht. Der bleibt kleben, weil das Wildleder ist. Jungs, heute geht nicht. Dann bin ich da und der Rock sitzt aber noch so. Du müsstest jetzt deine Beine über meinen Kopf quasi schleudern. Ja, mach ich. Okay, oder so. Ich höre von hinten ein sehr lautes War ja wieder klar. Ich auch. Sind das die Momente, wo man denkt, komm du mir nach Hause? Ja, nee, es nützt ja nichts, dann haut sie mich wieder. Ach, ehrlich? Bist du der Strengere? Bist du eigentlich, hast du manchmal schon so diese Motzigkeitsanfälle, so diese... Nee, mein zweiter Name ist Sanftmut und... Nehmt ihr mich auf? Die freuen sich. Siehst du? Die freuen sich. Ja, natürlich, ich mich auch. Aber dann musst du singen. Nee, ich stelle mich nach hinten, das merkt keiner. Ich kann den Mund bewegen. Was war früher besser? Die Fragen? Mach dich bloß beliebt, du. Hilfst du deinen Kindern bei den Hausaufgaben? Wenn es sein muss, ja. Kannst du das? Ja, klar, kann ich. Wobei, bei der Mathe mit meiner Tochter ist es vorbei. Also das wäre dann ja schon... Ja. Das ist richtig scheiße. Wo möchtest du deinen Lebensabend verbringen? Ich denke mal bei deiner Familie, wenn ich das mal so voraus in der Wärme, ja. Sagen darf. Gerne drin, ne? Gerne drin. Genau, drin. Hallo. Im St. Pauli? Das ist die falsche Antwort, ja. Was sagst du denn? Richtig, stimmt. Ich gehe mit meinem Schwiegervater, der ist ja in meinem Alter. Wollen wir ins Altersheim hier in St. Pauli gehen und dann gehen wir zum Table Dance um 11, weil so ab 12 ist man ja dann schon müde. Das stimmt, dein Schwiegervater ist jünger als du. Ein Jahr, ja. Hm. Was hat der denn gesagt, wo der dich gesehen hat? Da ist er doch ausgeflippt, oder nee, nicht? Nee, im Gegenteil, meine Schwiegereltern haben super reagiert. Hat er nicht gesagt, Mirja, kommst du mal kurz? Nee. Wenn dieser Typ nicht sofort... Nee. Und das heißt, ihr versteht euch so gut, wir sind sehr tolerant, wir stehen uns super. Zusammen auch euch vorstellen könntet im alten Stift auf St. Pauli. Ja, wir waren noch schon auf Segeltour miteinander. Das war herrlich. Aber das ist was anderes als zusammen in so einem Kippbett auf St. Pauli. Wir liegen ja nicht zusammen im Bett, Gottlob. Nee, aber vielleicht im Kippbett, wie so im Kippbett. Ja, diese Betten, die so ping, immer so. Echt? Ja. Kippbett? Habt ihr denn schon so die gleichen, wenn dein Schwiegervater kommt, unterhaltet ihr euch dann schon über eure Bandscheibe und so, was nicht mehr so gut geht? Nee. Nee, wir gucken Fußball. Und er schläft, er pennt ja sehr viel. Ich höre, wie deine Schwiegermutter sich gerade totlacht. Weil ich weiß nämlich genau, worüber ihr euch unterhaltet. Ich stelle mir gerade vor, wie ihr zwei immer schon einpennt auf dem Sofa, während die Frauen noch weiter Let's Dance gucken oder sowas. Und ihr liegt schon in euren Wolldecken. Auf dem Heizkissen. Aber irgendwie ist es auch ganz gut. Vielleicht ist älterer Mann doch besser, weil die lassen einem so in Ruhe, glaube ich. Die wollen einfach viel schlafen, wollen ein bisschen was essen und ihre Ruhe haben. Sag mal, stimmt das mit der Komplettrasur? Ist die für dich die Frage? Bist du komplett rasiert? Hast du es irgendwo erzählt? Nein, habe ich auch nicht erzählt. Wieso steht denn das hier drauf? Weil das irgendjemand in der Zeitung mal geschrieben hat. Ich habe damals die Bemerkung gemacht, je tiefer die Hecke, je größer wirkt das Haus. Stimmt ja auch. Ja, ja, klar, das stimmt natürlich. Ja. Geht, aber Sky Dumont. Klingt scheiße, ne? Das klingt doch super. Ja, nee, die Leute haben gedacht, wahrscheinlich heiße ich Adolf Scheißenteich und nenne mich Sky Dumont. Aber ich heiße wirklich so. Oder verarschst du alle und du heißt wirklich Adolf Scheißenteich? Ja. Oder so ähnlich. Endlich haben wir es. So Walter Möller heißt du wahrscheinlich. Nee, Adolf Scheißenteich. Der neue Film von Walter Möller. Ja, genau.
Was ich so toll finde, Sky, du hast ja lange in Amerika gelebt, um da Schauspieler zu sein, und hast 59 Folgen General Hospital mitgemacht. Das wusste ich gar nicht. Siehst du? Warum hast du den aufgehört? Weil ich das scheiße fand. Ich habe mich da nicht wohlgefühlt in Los Angeles. Ja, manchmal sind Sachen halt scheiße, muss man aber weitermachen. Weil man nee, muss man nicht, finde ich. Okay. Ich wollte einfach wieder zurück nach Europa. Ehrlich? Mhm. Direkt von Anfang an? Ich bin kein Amerika-Fan. Und wieso bist du da gelandet? Weil jeder Schauspieler den Traum hat, irgendwann mal nach Hollywood zu gehen. Was denkt denn jeder Schauspieler immer, was da passiert? Dass man Glück hat und so bekannt und begehrt wie Brad Pitt wird oder so? Nee, das glaube ich nicht, dass das der Grund ist. Ich glaube, der Grund ist, dass wir alle wissen, dass die Amerikaner bessere Filme machen als wir. Ja, ja. Und jeder möchte einfach in guten Filmen sein. Gab es eigentlich schon mal einen deutschen Schauspieler, der es wirklich geschafft hat? Jetzt nicht so mal einer einen Film, sondern der es wirklich geschafft hat? Nee, ne? Ich glaube nicht, nee. Nee? So Udo Kier, weiß ich, war drüben, aber... Ja, aber geschafft kann man auch nicht sagen. Also ich glaube nicht. Ich meine, es hat ja nicht mal der Jean Reno geschafft, der wirklich toll ist. Doch, der hat es aber doch geschafft. Nee, wenn du drüber nach Amerika gehst und sagst, du bist Jean Reno, sag ich, who the fuck is who? Ehrlich? Nee, weil der nur in Frankreich so berühmt. Auch der Dings, der, wie heißt der, der Dicke, der Russe geworden ist gerade? Ja, Sky Dumont. Nicht Sky Dumont. Gérard Depardieu. Ich bin kein Russe geworden. Und dann hast du aber in Hollywood noch gedreht und Nicole Kidman geknutscht. Ja, na geknutscht nicht, aber ich habe mit ihr tanzen dürfen. Ach, nicht geknutscht? Ich dachte, ihr hättet so einen wahnsinnigen Knutscher gehabt, der dich weltweit berühmt gemacht hat. Nee, erstens nicht und zweitens auch nicht. So, ihr habt nur getanzt? Wir haben nur getanzt. Ich dachte, die hätte so beim Küssen nach Knoblauch gerochen. Nee, beim Reden. Oh. Und du hast es ihr gesagt, ne? Na klar. Na klar. Würdest du mir das, wenn ich jetzt nach Knoblauch riechen würde? Ja, würde ich dir sagen. Auch wenn du nach Schweiß riechen würdest. Aber tust du nicht. Aber wir kennen uns ja dann gar nicht. Und dann würdest du es trotzdem sagen. Ja, aber der Geruch hat ja nichts mit dem Kennen zu tun. Aber das Sagen hat ja was mit dem Kennen zu tun. Ja, aber wenn du nach Knoblauch riechen würdest, dann würde ich sagen, können wir uns so unterhalten? Du guckst nach vorne, ich guck nach vorne. Das würdest du sagen? Da steht zum Beispiel Sky Demo, Talk, Band, so. Nisse, Herz auf dem Boden. Band. Sagen die jungen Leute, sagen Band. Deine Generation sagt Band. Ja, genau. Genau. Und die hacken zusammen. Dabei. Aber ich schreibe ehrlich gesagt Band auch sehr oft mit damit genau das nicht passiert. Genau. Aber dann hast du mit der gar nicht geknuscht und hat die nach Knoblauch gestunken. Warum denn? Weil die Ilja Rogoff-Tabletten genommen hat? Nee, weil die mir immer erzählt hat, wie sie toll mit Tom Cruise essen war in französischen Restaurants. Das war wirklich so, egal was war, wir waren ja in einer öffentlichen Schule, die Heimkinder waren immer erstmal schuld. Du wolltest eigentlich Fußballer werden und dann hast du aber Michael Jackson mitgekriegt. Und ich dachte wirklich so beim Fußball, mein Sohn spielt ja sehr gut Fußball, der ist 8 Jahre, der kann wirklich gut Fußball spielen im Vergleich zu mir damals. Und ich wollte eigentlich so ein kleiner Pelé werden. Und dann, wie du sagst, habe ich Michael Jackson im Fernsehen gesehen, im Kinderheim, nachts um 0:01. Wie alt warst du da, weißt du das so? 12 Jahre. 0:01 durftet ihr Fernsehen gucken? Nee, durften wir nicht. Ach so. Also da waren die Nachtwachen schon da, weil wir mussten ja so um 20.30 Uhr ins Bett. Dann sind wir über die Balkone, 2 Kumpels von mir und ich. Jedenfalls sind wir dann durch die Fenster des Gruppenraums rein, haben hinten an der Antenne rumgespielt, sodass wir ZDF sehen konnten und haben uns dann dieses gruselige Thriller-Video angeguckt. Und sind vom Hocker gefallen? Völlig. Weil du sagst, das ist meine Welt, ich möchte der Berliner Michael werden. Genau, der DDR-Michael. Und habt ihr geübt? Dann haben wir angefangen zu üben. Und woher habt ihr dann noch Michael Jackson Material gekriegt? Weil das lag ja da dann in Ostberlin nicht überall rum. Bei uns war es so, in der Schule hat man dann irgendwie so Schritte ausgetauscht. Und einige von uns hatten die Möglichkeit, irgendwie eine Bravo zum Beispiel zu bekommen. Und in der Bravo gab es damals so Breakdance-Poster-Anleitungen. Wie muss man den bestimmten Move machen? Oder hier Icy Gulp damals im Fernsehen. Weiß nicht, wer sich noch erinnert. Ja, der erste Breakdance-Lehrer damals. Und danach haben wir dann damals angefangen, irgendwie tanzen zu lernen. Das war aber sehr exotisch. Jetzt brauchte man ja auch ein bisschen die Mode dazu, ne? Und das heißt, du hast dir dann die Haare wie gemacht? Also die Haare waren ja viel mehr damals noch, ja. Ich habe damals so eine Mischung gemacht. Wir hatten auch nicht so richtig Haargel. Ja, Haargel hätte geholfen, aber hatten wir nicht. Und ein Kumpel hat mir erzählt, du musst Zitronen nehmen, musst Eiweiß nehmen und Zucker und das zusammenmischen und dann in die Haare schmieren. Oh, das hört sich hart an. Und dann hatte ich irgendwann so, dann waren die Haare so nach hinten und nur hier diese Strähne nach vorne eine halbe Stunde lang immer so wie ein Korkenzieher gedreht und dann hier hinten die Haare so lang wie bei Michael Jackson. Der Unterschied war, bei Michael Jackson waren die Haare hier locker und bei mir war es dann so fest, dass wenn ich mal nach unten geguckt habe, dann hier so der Feuerwehrhelm so war. Also es war echt so scharf vorbei. Oder wie so ein Vogel, weißt du, wirklich so hüpp.
hoch und hüpf, ja, wieder runter. Ah, das ist lustig. Du warst aber auch Dressman, das sagt man heute Model, ne? Genau, genau. Mit übrigens dieser Feuerwehrhelmfrisur. Ach, ehrlich? Mhm. Trotz Feuerwehrhelmfrisur durftest du als Model? Ja, das war damals eigentlich sogar modern. Weil da musste ich ja nicht immer so machen, sondern konnte ich so laufen, also nicht aufgefallen. Und dann sah das so aus wie so eine schöne Frisur, ja, die so bis hierhin geht. Aber davon musst du doch noch Fotos haben. Nein. Die sind bestimmt irgendwo unter Verschluss, wollen wir wetten. Und du hast aber einen normalen Job gemacht, du hast Werkzeugmacher, richtig, gelernt. Am Wochenende ging es als Dressman auf den Laufsteg und dann aber morgens um 6 schon wieder zur Ausbildung zum Werkzeugmacher. Und das im Dreischichtsystem. Wollen wir mal auch nicht vergessen. An CNC-Stahlmaschinen damals, im Werkzeugmaschinenfabrik Marzahn. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe es gehasst. Ja. So, dass überall nur noch dein Name steht. Ich liebe das Farbenreich. Grüß dir, es ist super und ich male schwarz und weiß. Für meine Königin, Herrscherin, Kaiserin, Kleopatra, Kleopatra. Doch, egal wie schön ich sing, begabt oder reich ich bin, deine Sucht nach mehr trennt uns wie ein ganzer Ozean. Ich pack mein Herz auf den Beat. Lass dich darauf tanzen, tanzen, tanzen. Nur dir gehört dieses Lied. Ich lass dich darauf tanzen, tanzen, tanzen. Ich mach mein Herz auf den Beat. Und lass dich darauf tanzen, tanzen, tanzen. Nur dir gehört dieses Lied. Ich lass dich darauf tanzen, tanzen, tanzen. Ich bin der Größte. Doch erober jedes Königreich für dich. Mich jagt es her der Männer, die dir verfallen sind. Sie wollen mich in Eifersucht mit Feuer vertreiben. Von meiner Königin, Herrscherin, Kaiserin, Kleopatra, Kleopatra. Doch egal wie schön ich sing, begabt oder reich ich bin, deine Sucht nach mehr trennt uns wie ein ganzer Ozean. Ich pack mein Herz auf den Weg. Darauf tanzen. Mein Schlagring nicht dabei. Benutzt du selber Shampoo? Nee. Aber findest du das so unwahrscheinlich? Ich nehme das Hundeshampoo. Ach, ehrlich? Heute habe ich es gesucht, habe ich nicht gefunden. Aber man kriegt das sonst immer so einen Gelbstich in die Haare. Oder macht der Friseur das bei dir? Man kriegt Gelbstich? Ne, ich krieg keinen. Weiße Haare kriegen einen Gelbstich, ne? Jungs, ihr habt das manchmal auch, wenn man die nicht mit. Wieso kriegt ihr einen Gelbstich? Wahrscheinlich, weil sie versuchen, es dunkel zu färben. Ach so, dann weiß ich auch nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, man muss immer so ein Silbershampoo nehmen. Wahrscheinlich vom Bier. Hast du schon mal Viagra genommen? Nein. Wie oft wurdest du das eigentlich schon gefragt? Noch nie. Ach was. Wirklich? Stell dir vor. Wenn du kokst, ziehst du dir dann eine Skyline rein. Wann bist du das letzte Mal so richtig abgestürzt? Abgestürzt? Eigentlich nie. Trinkst ja auch nie, ne? Nee, oder? Langweilig. Ja. Wie bist du, wenn du besoffen bist?
Ich bin ja nicht besoffen. Aber ich war nur einmal besoffen. Und dann? Günther Ungeheuer, den wird keiner mehr kennen. Da habe ich gesagt, das war scheiße. Deine Generation kennt ihn. Da habe ich gesagt, das ist scheiße, da hat sich immer alles gedreht. Hat er gesagt, musste weiter saufen. Dann dreht sich in die andere Richtung und dann hört es auf. Das ist eigentlich nicht so schlecht, ne? Ja. Könntest du dir nicht vorstellen, auch irgendwann mal mit so einer Käppi und mit einem kleinen grauen Bart ein Shanty zu werden? Irgendwann stehe ich da auch dahin. Oder? Ja. Mir ja. Nehmt ihr mich auf? Die freuen sich. Siehst du? Die freuen sich. Ja, natürlich, ich mich auch. Aber dann musst du singen. Nee, ich stelle mich nach hinten, das merkt keiner. Ich kann den Mund bewegen. Was war früher besser? Die Fragen? Mach dich bloß beliebt, du. Hilfst du deinen Kindern bei den Hausaufgaben? Wenn es sein muss, ja. Kannst du das? Ja, klar, kann ich. Wobei, bei der Mathe mit meiner Tochter ist es vorbei. Also das wäre dann ja schon... Ja. Das ist richtig scheiße. Wo möchtest du deinen Lebensabend verbringen? Ich denke mal bei deiner Familie, wenn ich das mal so voraus in der Wärme, ja. Sagen darf. Gerne drin, ne? Gerne drin. Genau, drin. Hallo. Im St. Pauli? Das ist die falsche Antwort, ja. Was sagst du denn? Richtig, stimmt. Ich gehe mit meinem Schwiegervater, der ist ja in meinem Alter. Wollen wir ins Altersheim hier in St. Pauli gehen und dann gehen wir zum Table Dance um 11, weil so ab 12 ist man ja dann schon müde. Ach, das stimmt, dein Schwiegervater ist jünger als du? Ein Jahr, ja. Hm. Was hat der denn gesagt, wo der dich gesehen hat? Da ist er doch ausgeflippt, oder nee, nicht? Nee, im Gegenteil, meine Schwiegereltern haben super reagiert. Hat er nicht gesagt, Mirja, kommst du mal kurz? Nee. Wenn dieser Typ nicht sofort macht, weil ich natürlich... Im Endeffekt geht es ja darum, dass du jemanden an der Hand hast, der weiß, wie es funktioniert. Und aus dem, was wir dann da entwickelt haben, ich habe vorher auch irgendwie frisst die Hälfte Diät, ist Ananas Diät, Kohlsuppen Diät, weiße Brötchen Diät, alles ausprobiert. Ja? Und dann hast du mal 2-3 Kilo weniger und flumm, wenn du aufhörst, hast du wieder 5-6 Kilo drauf. Jojo, so. Das, was wir dann gemacht haben mit dieser eiweißreichen Ernährung plus funktionellem Training, also High-Intensity-Sport, können wir gleich mal machen, ja? Das hat dann wirklich funktioniert. Aber das machst du nicht. Ja, aber ja. Es ist nicht schwer. Das ist ja das Lustige. Es ist nicht schwer, es kostet keine Zeit und es funktioniert. Wir haben mal so 1-2 Bilder von dir, wo ich sage, meine Fresse. Ich meine, dann stehst du da und sagst, hey, komm, das schaffst du auch. Aber so steht überhaupt nicht da. Jetzt im Moment nicht? Na, jetzt nicht und auch in den Mails nicht. Also ich will aber ja nicht... Das ist das wirklich nur hungern und 2x20 Minuten Sport die Woche? Du, das Lustige ist, jetzt ohne Quatsch, du musst dafür nicht ins Fitnessstudio. Das ist so lustig. Die Leute denken immer, ah, der geht doch pumpen. Ich hasse Pumpen. Ja? Ich mag funktionelles Training, Bodyweight Fitness. Andere würden sagen, hier, wie hieß früher dieser Tonverein? Tonvater Jan. Eigentlich sind es Tonvater Jan Übungen 2.0 liegen. Also Übungen mit deinem eigenen Körper. Genau. Ich finde, das sieht so lustig aus wie bei Barbie Ken. Der hat auch immer hier so einen Knick, wo man die Beine so machen kann. Das sieht ja gut aus. Aber daran erinnert, man konnte es immer rausmachen, das Bein und wieder rein. Ist ja geil. Entschuldigung. Deswegen habe ich Hüftprobleme. Deswegen tut mir meine Hüfte manchmal weh. Jetzt habe ich das kaputt. Aber das sieht schon toll aus. Also Dankeschön. Guck mal, das warst du zum Beispiel vorher, als du das T-Shirt nicht ausziehen wolltest. Genau. Dann wirklich guck dir mal diese Kuh an. Also nicht du, sondern hier, der Kopf. Guck dir das mal, ist ja ein Kuhkopf. Das ist so riesengroß. Ja, aber auch die unvorteilhafte kleine Brille in dem großen. Ja, wir können doch mal mit 2-3 Leuten hier, wollen wir nicht mal ein bisschen Sport machen? Hier? Nicht? Ja, gerne, komm. Los, komm. Ich kann ja nicht wegen Rock, ne, aber die Shanties können. Ach, du kannst die Shanties. Ja, und dann noch synchron, dann haben wir gleich eine Choreo, das ist doch geil. Wer kann sich denn bewegen? Wer will sich denn, wer will mal kurz das ausprobieren? Einfach also, mal checken, ob es funktioniert. Ich bin ja nicht so, ich sehe dich doch, du bist doch total sportlich. Ich absolut gar nicht. Ehrlich? Gar nicht. Ich hätte bei dir jetzt gedacht, du machst jeden Tag ganz viel Sport. Aber guck mal, wir können auch in den High Heels. Wir können auch in den High Heels. Wenn du ganz normale Squats machst, also Kniebeuge, machst du das hier normalerweise. So, was passiert? Das Einzige, was du belastest, ist Oberschenkelmuskulatur und Po. So, jetzt machst du eine ganz einfache Sache. Pass mal auf. Jetzt gehst du tief. Ja, so. Und jetzt machst du eine Rotation, indem du den Arm dahin nimmst. So, genau, bleib mal dort. Streck dich, genau, Arm gerade und rotiere. So, jetzt hast du hier eine Belastung, Oberarm bis darunter. Bisschen, ne? Könnte man so sehen, zack. Dann machst du die Rotation in die andere Richtung, kommst hoch und schiebst dich wieder runter. So, das machst du 16 oder 20 Mal hintereinander, dann weißt du, was passiert. Der lacht